Resident Evil 3 Remake knallhart durchgenommen! Yes! Sehr schön. Ich bin ja immer, also mich freut es immer, wenn wir nicht nur ein schönes Knallhart durchgenommen gemeinsam machen, sondern wenn es auch mit Resident Evil zu tun hat und es auch noch so schön hergerichtet ist, ja, wie hier. Leute, seid ihr hyped? Ja, jetzt, absolut. Ich will jetzt auch mal wissen, wie es jetzt endlich losgeht hier. Ja, wir können euch natürlich noch empfehlen, wenn ihr vielleicht noch mal was extra schauen möchtet und es noch nicht gemacht habt. Wir haben einen Retro-Club noch mal aufgezeichnet, der sich mit der Geschichte vom ersten Resident Evil 3 beschäftigt und uns so ein bisschen den Mund wässrig gespielt mit einem kleinen Speedrun. Aber wir haben sie, die Vollversion vom Resident Evil 3 Remake. Wir werden die PC-Version spielen. Und also sollte da hoffentlich für die Grafik dann auch entsprechend gesorgt sein. Und ja, wir haben es ja zumindest mal in Demos schon angeschaut. Ich konnte auf einem Event schon ein klein bisschen am Anfang reinspielen. Ey, bisher sehr, sehr positiv, der Eindruck. Und ich meine, wir werden eh drüber quatschen, werden uns das angucken. Wir haben natürlich im Social Distancing-Sinne uns ein bisschen weiter auseinandergesetzt, haben hier entsprechend Reinigungsmittel, werden wir den Controller weitergeben. Ich werde anfangen und wir werden dann frei entscheiden, je nachdem, ja, wie es dann weitergeht. Let's do this. So, auf Standard. Standard, ne? Ja. Und auf Englisch? Ich würde auch auf Englisch. Also, wir können es natürlich auch für Deutsch entscheiden. Aber lass uns genießen. Leute wollen eigentlich schon Deutsch, ne? Wir können ja nach dem Intro umschalten. This pandemic has spread faster than any disease in modern history. Jetzt schalt mal die Tagesthemen weg. Geh mal zum Spiel. CDC is quarantining the lower Midwestern region of the U.S. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella. Wurde das im Vorfeld schon veröffentlicht, das Intro? Das, nee, das ist, glaube ich, komplett ich neu. Ich stehe ja auch so real im Intro. Mag das auch nicht, weil real ist. Foundation that will continue to build a brighter future for all of us. Cool. Ja, das hat mich jetzt schon überzeugt. Haben die da gerade den Nemesis hergestellt? Da sehen wir doch, das kann doch nicht sicher sein, oder? Das, da ist jeder Castor-Transport besser gesichert als der Nemesis. Ist das noch real gerade oder ist das Engine-Grafik? Das ist jetzt. Das ist Engine, oder? No? Und ich kann bewegen tatsächlich. Ach, du machst das? Ich mach das gerade, ja. Resident Evil 8. Wollen wir noch auf Deutsch schalten dann oder wollen wir es dabei? Also ich weiß aus meiner Erfahrung, dass die Zuschauer es gerne auf Deutsch haben. Ja. Dann lass uns das doch nochmal kurz machen. Dann machen wir das doch. Und ich merke auch gerade, ich kann natürlich nicht steuern, wenn die Steuerung falsch ist. Language. Ah, dann müssen wir einmal ins Menü zurück. Moment, kommen wir denn einmal raus? Dann schalten wir das auf Deutsch dann nochmal. Falls der Vorspann nochmal gezeigt wird, muss, überspringen wir den gleich. Aber ich bin auch bei dir, Fabian. Also in heutigen Zeiten, da ist es ja nochmal so ein Stilmittel, so einen mit richtigen Schauspielern gedrehten Trailer zu haben am Anfang. Noch eine ganz eigene Stimmung. So auf Chinesisch. Ja, es wird irgendwie aufwendiger. Wobei natürlich die Rendersequenzen heutzutage in so einer Echtzeitgrafik auch toll sind. Muss jetzt nochmal neu anfangen. Achso, ja, wahrscheinlich, weil ich nicht gespeichert habe. Ich skippe mal das Intro jetzt hier gleich. Okay, cool. So. Da werden sich die Leute freuen. Also, ja, Ego-Perspektive. Resident Evil 8. Ne? Schon mal ein bisschen Teasing, genau, vom nächsten Teil.
auf den wir uns freuen können. Was gibt's denn? Es gibt so ein paar Pillen. Poster an der Wand. Poster. Das zeigt wunderbar, wie gut die Engine eigentlich auch ist, um solche Innenräume aus der Ego-Perspektive darzustellen, aber dann eben auch die zerstörten Räume draußen. Also man, stimmt, ja. Wirklich eine gute Engine. Auch in Schwarz-Weiß, ja. Mhm. Obwohl, das ist so, das ist der Effekt, wenn du gerade wenig Licht hast und sich deine Farbwahrnehmung anpasst, ne? Mhm. Okay, das ist hier. Ah, das ist Annette, oder? Könnte sein, ja. Oh, und das Foto kenne ich. Ne? Ist es nicht auf dem Tisch? In ja, RPD? Klar. No? In Stars Team. Das ist wirklich das älteste Foto von Resident Evil, glaube ich. Okay, anschalten können wir hier nichts. Über Linien, Raccoon City Map. Na, aber die scheint nicht viel zu verdienen, wenn die so eine kleine Bude hat. Oder wohnt sie in Hamburg? Also die Grundstückspreise sind natürlich recht teuer in Raccoon City. In der Zombie-Stadt? Ich bin mir da nicht sicher. Selbst da wollen sie alle wohnen. Unsere Grundstückspreise, da können sie sterben für. Oh, sowas ist immer toll, oder? Spiegel aus der Ego ist immer die hohe Kunst des Level-Designs. Läuft das Wasser? Ja, das tut's. Aber ich habe ein bisschen. Okay, kann man. Ah, man kann auch interagieren. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Das ist doch, es ist alles sicher, bis wir das Wasser abdrehen. Meinst du, das ist eine Albtraumsequenz? Ich weiß es nicht. Ich denke auch. Na ja, gut, wir benutzen es mal. Siehst du? Blut, sie guckt hoch. Zombie. Oh oh. Ja, Spoiler, oder? Okay. Mhm. Ja, wenn du den ganzen Tag nur mit Zombie irgendwie Viren beschäftigt bist, schon mal, da steht sogar Escape auf dem Plan. Sie hat sich's also, sie hat sich's wirklich geplant. Hat sie's eingekreist? Da, ganz hinten. Am letzten Tag hau ich ab. Da. Noch drei Tage. Wie wär's denn mit jetzt? Ja, da steht Escape. Ja, okay. Warum auch nicht? Wo sind wir denn hier? Das ist das gleiche Zimmer, ne? Mhm. Okay. Wahrscheinlich ist sie gerade erst umgezogen oder so. Ist ja auch noch viel eingepackt in Kartons. Ja, da sieht man es doch, ne? Also sie ist kurz vorm Auszug. Oder sie ist einfach sehr unreinlich. Und sie hat ein. Sie hat viel ein kleines Pillenproblem. Ein kleines Tablettenproblem, ja. Moment, kann man durchaus so sagen. Moment, ich habe kein Problem mit Tabletten. Ich habe genug davon. Ja. Da hat sie das Mischen wahrscheinlich her, ne? Na, wo man dann die Kräuter mischt und alles. Mhm. Die Wohnung sieht auf jeden Fall ähnlich aus. Fernsehübertragung. Kannst du hier nicht das Fenster aufmachen wie eben? Leider nicht. Jills Bericht, seit dem Vorfall sind 2 Monate vergangen. Ach ja, sie ist suspendiert worden. Wegen meiner Suspendierung, natürlich. Überlebt und suspendiert. Vielleicht wird das der Bericht der letzte Dienst sein. Ich hoffe, dass er die Wahrheit ans Licht bringt. Über den T-Virus, wie sich die Leute infizieren können. Krähen. Kontakt mit Krähen, die infiziertes Aas gefressen haben. Mhm. Aha. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Vorfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unglaublich, dass daran liegt. Das war auch eine Sache. Warum sind eigentlich die Stars-Mitglieder nie davon betroffen? Werden so oft gebissen? Mhm. Was mich anbelangt, so bin ich abgesehen von ein paar Schlafproblemen in guter Verfassung. Das ist nochmal eine interessante Sache. Denn wenn Jill als Überlebende vom ersten Teil jetzt Angst hat, dass sie infiziert ist. Ja, und dass sie auch schreibt, es könnte nur eine längere Inkubation sein, was ihre Angst auch in ihren Albtraum auch erklärt. Ja, ja. Ja, das finde ich nicht schlecht. Nicht raus. Aber jetzt musst du doch noch mal ins Bad. Ja. Glaube ich auch, du musst die Pistole mitnehmen. Also die Pistole einfach im Bad liegen lassen, die rostet.
Boons Donuts. Oh. Okay, ich kann da auf und zu machen. Was hast du denn da drin? Donuts, Milch, Wein und Marmelade ist wichtig. Aber irgendwas Japanisches hat sie da drin. Das finde ich ja. Kannst du es sehen? Kichimasu. Wie hast du meine Mutter genannt? Ja, man muss sich ja auch mal ein bisschen den aber Spezialitäten... Aber Wein im Kühlschrank ist doch wirklich ein No-Go. Also die hat offensichtlich keine Ahnung, die Frau. Sind das die beiden von Zack McCracken? Mit ihrem ja, Pizzaladen auf dem Weltraum? Auf jeden Fall. Ach, lustig. Die beiden Mädels? We'll even deliver to Mars. Das ist ein... Ach, das ist keine gute Sache, wenn hier das Licht aus ist. Okay. Jetzt mach endlich das Wasser aus. Lass einfach laufen jetzt, dann passiert doch nichts. Ich beweg mich. Ah, okay. Das war das Ego-Intro und jetzt sind wir im richtigen Game. Boah, ich find's jetzt schon so toll eigentlich. Mhm. Hey, Jill Valentine, du hast, wie schlägst du dich? Stars werden aufgelöst. Ach, von Brad. Ach Gott. Ja. Stars, Alpha Team, Film und ewig. Ja, aber man sieht schon, dass es so eine Art, die so die, der Widerstand sich formt. Ja. In Form des ehemaligen Stars-Teams, was ja auch die Geschichte so ist. Also, das ist ja die Lore dahinter so ein bisschen. Hinter den ganzen Teilen, warum die alle einzeln irgendwo sind. Chris ist in Europa, Wesker ist Wesker, Barry ist irgendwo. Hallo? Jill, geht's dir gut? Brad, bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Okay. Holy shit. So schnell! Fuck. Das ist ja neu. Alter! Ja, wenn Nemesis ein bisschen konsequenter wäre, wäre es jetzt schon vorbei. Ja, genau. Das bringt okay die Tür mit deinem Rücken. Okay. Was ist das denn? Das ist die GZ. Haben Sie einen Untermieter? Ich habe doch bei Ihnen einen Laptop gehört. Wie konnten Sie da bei Facebook posten? Um konntest die du jetzt was machen zwischendurch eben? Ja, ich konnte mich gerade bewegen, ja. Aber nicht so besonders viel. Geil, wie sie den ganzen Anfang umgebaut haben. Möglich. Aber das, ich finde den Anfang super bisher. Also der gefällt mir viel besser, als irgendwo rauszukommen und Zombies. Man kriegt direkt diese Nemesis-Gefahr, man sieht das Chaos. Der hat sich... das wird nichts mehr. Ich wollte nur checken, ob es ihm gut geht. Ja, sehr interessant für den Anfang. Erklärt auch, warum Nemesis so Bock hat auf die Stars-Mitglieder. Tentakel sind auch neu, ne, oder? Gab's die beim Original? Nee, ja. Diese Brad Vickers Tentakelnummer war am Anfang. Ach ja, stimmt, ja. Aber er hat die nicht wirklich im Kampf benutzt. Stimmt, ja. Als Waffe war es nicht. Ja. Ja. Und es ist auch interessant, wie er hier jetzt noch quasi eingepackt ist. So, als ob er wahrscheinlich eben erst da entkommen ist. Finde ich super, wie sie das irgendwie gemacht haben. Er hat noch die Originalfolie. Ist noch Mint. Ja, ist noch eigentlich schon Mint. Alter, ich war da schon fast weg. Der hat einen absoluten Röntgenblick. Na! Alter! Oh. Lauf schnell weg! Lauf! Goi! Holla! Holla, die Waldpferde! Nicht mal ein Stück Wand kann man dazwischen haben. Puh. Eieiei. Alter, das ist mal ein Anfang, ey. Richtig geil. Guter neuer Auftakt. Ich find's super, dass jetzt ein paar Zivilisten rumrennen.
Ich hoffe, die machen das ein bisschen länger und nicht nur die ersten paar Minuten. Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Ich habe schlechte Nachrichten für dich. Ich habe die anderen Spiele gespielt. Ich denke auch so, man müsste eigentlich mal mit ihm reden, ne? Man will ihn warnen, so wie Michael J. Fox. Das hat so ein bisschen Last of Us-Gefühl jetzt gerade, ne? Ja, das finde ich aber toll. Wie bei The Last of Us. Stimmt, ja. Weil da hast du ja auch den Outbreak. Ganz starke erste Stunde, ja. Alter, das Redesign eben, ne? Coffee Shop Sigourney. Das ist so ein bisschen der Schauplatz vom alten Intro, oder? Stimmt, ja. So ein bisschen die Ecke. Hast du irgendwelches Equipment eigentlich jetzt schon? Nee, ne? Ich kann das Menü nicht mal aktivieren sogar. Okay. Die Tür hinten, los! Ja. Oh, gute Zeit. Mann, das Messer musst du auch behalten. Lass uns hier abhauen! Komm, Jill! Du weißt, wie das endet! Nein, tu ich nicht! Sind wir noch ein Team? Immer! Dann hau ab! Und versau's nicht wie ich! Geh! Okay, also... Oh, jetzt hätte ich gerne noch mehr Zeit mit ihm verbracht, um ehrlich zu sein. Ich meine, Brad hat hier nochmal den Helden ein bisschen mimen können, ne? Ja, er hat jetzt schon in so vielen Varianten gezeigt, dass er eigentlich ein Held ist. Also, aber in der realen Geschichte ist er trotzdem noch ein Lappen. Er ist der Hasenfuß eben, ne? Der, das steht Alpha in der Team Anleitung. Ja. Wir haben es alle gelesen. Okay. Oh, oh. Fängt schon mal gut an. Musst du den überhaupt bekämpfen? Ja, wahrscheinlich nicht. Du hast recht. Okay, hättest du vorne in den Bus gehen können? Oh ja, das ist der Bus von Resident Evil 2? Nee, der ist zu. Ich glaube, das eben war gerade das Café, wo man mit Brad auch im Original dann nochmal dann die Cutscene hier hat, ne? Die haben wir gerade gesehen noch im Retro-Club. Uah. Hey, sieh da! Gehen Sie zum Dach des Parkhauses! Wo? Oh. Das Parkhaus. Ach, der Hubschrauber. Okay. Ja, eigentlich möchte ich hier anhalten und mir die Sachen alle in Ruhe angucken, dass du dich alles hier überlegst. Ja, du bist ja gerade, schon ein bisschen umgucken, aber wir sehen ja gerade das wahrscheinlich auch noch mehrfach. Schätze ich mal, ja. Guck mal kurz durch die Tür. Da sind bestimmt viele von diesen Mr. Oinkos. Nee, ihr wisst schon, diese Puppen, die man ja so drin versteckt, ne? Wenn man so, ja. Möchte. Genau. So, geht's Ihnen gut? Und den Part haben sie ja drin gelassen. Mhm. Los, kommen Sie. Da ist ein Helikopter, der Sie in Sicherheit bringt. Welche Sicherheit? Ich gehe da nicht raus. Haben Sie... Das Parkhaus ist nicht weit. Ich kann Sie mitnehmen. Wirklich sicher ist es nur hier drin. Christopher Lloyd. Ja, wirklich. Ein bisschen kompakter gestaltet. Es geht alles etwas schneller jetzt. Mach Platz, Martin. Er erwähnt auch seine Tochter nicht. Sir, wie heißen Sie? Ich kann Sie nicht zurücklassen. Dario Russell. Und ja, sicher. Du willst doch nur mein Versteck für dich. Such woanders, Fräulein. Fräulein. Okay, ja, die Tochternummer haben Sie hier wohl nicht, ne? Würden Sie sich bitte abregen? Ich bin von der Polizei, wir wollen Ihnen helfen. Oh ja, das habt ihr ganz toll gemacht. Du willst helfen? Kannst ja einen der Freaks Handschellen anlegen. Sarkasmus hilft uns nicht weiter. Ja, lass ihn einfach. Der hat es nicht verdient, dass man ihn rettet. Nicht verdient. Nee, hat er auch nicht. Vielleicht kommen wir ja doch mal zurück hier bei dem Spiel. Diese Tochtergeschichte, da hat man ja wenigstens noch verstanden, so, dass er Lebenswillen verloren hat. Aber jetzt ist er einfach nur Arschloch. Hm? Höre ich Hunde gerade? Hey.
Ihr Ticket. Das ist mein Ticket. Nein, nicht schießen, Gregor. Ja, ja, okay. Weil dann ist nämlich nicht nur das Fenster offen, sondern er ist auch wütend. Ja, weißt du, dann kommen dann seine Prüfkollegen. Oh, shit. Die fahren sogar Aufzug. Die fahren Aufzug, wir haben verloren. Als nächstes kommt Auto. Ja, okay. Ein bisschen zu früh wahrscheinlich. Ja, okay, ja. Ich wollte es einmal clever machen. So. Dann mach's lieber dumm in Zukunft dann. Dumm kann ich, ja. Dumm habe ich geübt. Aber in solchen Momenten sollte man doch wirklich keine Aufzüge nutzen. Moment, ich will noch mit. Ja, so geht's mir auch immer, wenn ich alleine fahre. Aber in welchem Universum gehen Aufzüge nicht dann automatisch auf, sobald da irgendjemand da ist, ne? Zombie-Universum. In jedem Medium, aufs Film oder Spiel, das gehen die dann, die drücken zu die Tür. Das stimmt. Ich glaube, das klappt nicht. Ach was, das ist das Ende vom Spiel, Mann. Wir sind kurz vor der Rettung. Ah, es war so klar. Uff. Und wer ist schuld? Nemesis. Wo ist er? Schreibt man das in sein Poesiealbum? In sein Freundebuch? Ja. Spitzname, Nemesis. Ich finde dich Nemesis. Jetzt fährt sie mit dem Auto weg. Oh, geil. GTA. Resident Evil 7. Du darfst nicht Press hingucken A. immer. Press A, to far. Der kommt immer Press näher. Press A. Jetzt geht's zum dritten Mal, war klar. Jetzt bin ich dran, Arsch. Fahr. Das wird ihn nicht aufhalten. Geil. Das war keine gute klar, Idee. Mann. Das war keine gute Idee. Er muss ja nur die Bodenhaftung verlieren irgendwie. Alter. Boah. Geil. Nice, nice. Alter. Okay. Also die Kamera ist herausragend. Na, steh auf, Mädel! Schneller. Ah, das war genau das Falsche, jetzt brennt er. Oh shit. Oh shit. Kannst du was machen gerade? Ich kann den gerade nach hinten robben, aber sonst... Hey! Arschloch! Brad! Gut. Carlos, die alte Sau. Carlos, Alter! Nicht wegwerfen! Ich helfe dir. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Carlos. Ich rette dich. Komm, bring den nicht. Danach machen wir Liebe. Ey, ganz ehrlich, du könntest vielleicht noch mal einen Schuss finden für den Raketenwerfer. Wieso erledigt er ihn denn jetzt auch nicht? Weil es ist Cutscene-Logik. Er hat keine Raketen mehr. Keinen Sinn. Ich glaube, wir sind sicher. Macht mich wahnsinnig, der Typ. Jetzt schon. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Jetzt kommen wir in der Demo an, ja, oder? Ja, sicher. Schöner Anfang, ne? Ja, richtig ja, gut. Schon. Richtig ordentlich. Brauchst du einen Raum? Okay, versteh schon. Gehen wir. Möchtest du mal gleich übernehmen? Welcher Idiot hat hier zugemacht? Wir müssen leider einen Umweg nehmen. Ja, wenn du willst, dann mach du ruhig. Wollte gerade vorschlagen, dass der Fabian anfängt. Nee, mach du ruhig. Keiner will der Depp sein, der jetzt gleich verkackt, wenn es hier richtig losgeht. Wenn es richtig losgeht. Aber bis hierhin habe ich perfekt gemacht. Nee, du hast am Anfang Munition verballert. Hast dich einmal beißen lassen am Aufzug. Ich hab das alles aufgeschrieben. Haben wir gesehen, ja. Das ist Dramaturgie, Leute. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service, kurz UBCS. Sag mal, willst du mich verdammt nochmal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Wow. Wovon redest du da? Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Komm, hier geht's lang. Ja, da hier geht die Demo los, ne? Mhm. Dann gucke ich mir noch die Cutscene an und dann tauschen wir. Hey, Captain. Diese nette junge Frau braucht Hilfe. Carlos.
Du hast diese nette junge Frau nicht nach ihrem Namen gefragt. Sie gehört zu einer RPD-Elite-Einheit, ist ein Mitglied von STARS. Ihr Name ist irgendwas Valentine. Ich bin Jill. Freut mich sehr, Jill. Ich bin UBCS-Kolonnenführer Michael Victor. Mein Team ist hier, um Zivilisten zu retten. Okay. Und wie läuft's bislang? Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden. Korrektur, untot. Meine Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja, nun, wir tun alles, was wir können. Wenn wir diese U-Bahn in Gang bekommen, können wir Überlebende evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite, nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, Jill. Okay, Supercop. Hier. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlage zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße. Da findest du Vorräte. Jo, das klingt doch gut. So, dann. Ich sag jetzt, was wir alle denken. Ich will, dass Carlos der Vater meiner Babys wird. Gut. Ich will auch, dass Carlos der Vater deiner Babys wird. Ich will ihn. So, warte mal. Ich will ihn. Wild und überall. Übergabe. Die Haare, Alter. Ich möchte, dass sie schweißgetränkt auf mich tropfen. Ja, mein Geheimnis. Bitte sehr. Ja. Mein Geheimnis ist, ich habe diese Haare schon, nur nicht auf dem Kopf. Ich wasche sie zu Hause auf. Ja. Sie sind immer schweißgetränkt. Das ist dein Geheimnis. Ich gehe abends einmal, ich habe so einen alten Elvis-Glaskopf, der für Kopfhörer gedacht ist. Ne? Ja. Da packe ich die Haare drauf und feuchte sie jeden Abend einmal an. Okay. Oho. Ja. Mann, dieser Controller. Wenn wir mit ihm fertig sind, ist er... Dann war's das. Ja. Ist auf jeden Fall... Darf man ihn dann nicht mehr ablecken. So. Aber so wie du dich jetzt vorgelehnt hast, Simon, haben wir so ein bisschen die Kilroy-Cam, wenn du deinen Oberkörper sieht. Aber sonst passen wir gleich nochmal an. Nein, ist okay, nur das ist halt meine Zock-Stance. So, du hast 2 Minuten jetzt, bis du das Feuer gelöscht hast. Ja, genau. Musst, ne? Das ist ganz easy. Du weißt ja genau, wie es geht. Und schön drauf achten, was unterscheidet sich von der Demo jetzt. Oh shit, hätten wir... Achso, das kannst du ja in den Files nochmal gucken, falls denn nötig ist. Wir müssen aber auch nicht jedes komplett angucken. Also ist nicht so, wir wollen hier nicht durchrushen. Wir müssen aber auch jetzt nicht alles quasi mehrfach uns angucken. Wie lautet der Plan? Der Alte lässt mich die Schienen frei. Weil ich meine, der Text, den gibt's ja auch schon in der Demo. Wie stelle ich das an? Als erstes brauchen wir Strom. Ich navigiere dich zum Unterwerk, sobald du bei der Hauptstraße bist. Verstanden. Beeilen wir uns. Gibt es bei Resident Evil 3 eine Inventarerweiterung eigentlich? In irgendeiner Form? Im Original glaube ich nicht. Oder du hattest ja schon mit Jill 8 Slots. No? Ja, das klingt ja so, als wäre das viel. Guck mal, die sind da jetzt schon voll. Ja, aber ich denke hier, das wird ja die Nummer wie bei Resident Evil 2 Remake sein. No? Mit Erweiterung. Das hoffe ich. Oh. Ach, okay, wir müssen irgendwie den Koffer aufmachen, ja. Das sind diese komischen gelben Schlösser, die man in der Demo auch nicht öffnen kann, ne? Mhm. Da kann man auch nichts machen. Okay. Das könnte ich starten, wenn ich das richtige immer einlege. Wolltest du nicht speichern? Erstmal sortieren, ne? Dass du das unbedingt nochmal fragen musst, Fabian. Simon macht gleich die Kräuter alle weg. Das gefällt mir, dieses Selbstbewusstsein, mit dem er hier rangeht. Na, wer kriegt, weißt du, wie es ist. Am Anfang kriegt man doch so viel. Ich glaube, also wir werden es sehen. Ich will jetzt nicht so arrogant daherreden, aber ich glaube, ich brauche es hier nicht. Außerdem suchen wir immer schön jede Ecke ab, da werden wir noch einiges finden.
Sonst hast du immer noch mal die Map, die dir dann anzeigt, ob du alle Sachen gefunden hast im Raum. Wie ist es, wenn man hier stirbt, kommt man dann am Checkpoint irgendwie da raus? Oder es gibt einen Speicherpunkt? Es gibt eine Handvoll Checkpoints, wenn ihr seht, dass da oben diese, ja, diese drei Punkte auf der oberen linken Ecke sind. Das heißt, dass da ein Checkpoint gerade gemacht wurde. Ansonsten kannst du auch manuell saven, natürlich. Aber dreimal getroffen, hat nur nichts gebracht. Diese Regelung immer. Nein, du solltest... Ich wollte das Messer in die Hand nehmen und wollte ihn stecheln. Steuerkreuz runter fürs Messer. Das ist hier, der Unterschied, Fabian, hast du ja auch schon gesehen, es ist kein Verbrauchsgegenstand mehr, das Messer, als bei Teil 2. Da war es ja noch, da musst du ja mehrere Messer finden. Stimmt. Hier ist es eben... Ich glaub, sie sticht jetzt nach vorne. Ja, das ist die Todesanimation, glaube ich, auch gewesen jetzt hier. Ne? Ja, es gab auch diesen leichten Barber-Effekt, sobald er getroffen wurde. Das ist immer ein gutes Zeichen. Warte mal, ja, hier ist Muni. Ich laufe aber erst noch mal, ich meine, jetzt spielen wir ja richtig. Ja. Ich laufe hier schon noch mal rum, oder? Ja, schaust du mal. Immer auf der Karte halt gucken, das siehst du, ob da noch Items liegen oder nicht. Echt, ja, meint ja auch Gregor gerade. Es ist aber irgendwie so, ist ein bisschen Select wie Cheaten. Ist die Karte? Select, ja, ich habe Options, nee. Also nee, das andere, das Share. Der Share-Button. Share-Button? Okay. Das ist ja Select. Den trüge ich ja normalerweise nie. Okay. Das heißt jetzt, wir haben alles, oder? Das heißt, du hast alles, ja. Kann man sich schon drauf verlassen. Diesen Abschnitt habe ich eben auch auf dem Event gespielt und da kann ich mich am Unterschied erinnern zu Demo, dass da mehr Items auf jeden Fall rumliegen und mehr Interaktionsmöglichkeiten da sind. Ja, siehst du. Aber der Kollege, der ist immer noch da. Okay. Sehr gut. Sandbox. Zack, zack, zack. Macht auch Sinn, die jetzt hier alle zu erledigen, weil wir werden auf jeden Fall ja nochmal zurückgehen, weil wir schon gesehen haben, dass da noch Sachen sind, die nicht da waren. Ach komm, Junge, komm, warum klettert der sich von unten über mich drüber? Jetzt erklär mir mal, warum gibt es dieses Timing-Ding, dass du da so schnell drücken sollst, was man ja auch nicht schnell und trotzdem. Na doch, wenn du es nicht machst, dann glaubst du, wirst du ein zweites Mal sogar gebissen, wenn du dann. Ja, aber so irgendwie unbefriedigend, wenn man es richtig macht, aber wird trotzdem gebissen. Da hast du aber einen Punkt, weil das ist mir auch schon aufgefallen, auch negativ. Ich will ja nicht immer diese Möglichkeit haben zu entkommen, aber wenn sie die dir geben, musst du auch entkommen irgendwie können. Kamera ist hat ein bisschen Delay gerade. Okay, so. Als allererstes holen wir uns hier die Kiste. Nicht, dass du auch die Tonne messerst da hinten. Das geht nicht, oder? Das wäre aber auch hart, wenn das gehen würde. Wenn ich weiß, aber ich will es nicht probieren. Das ist ziemlich dumm. Ich weiß, was ich tue. Ach ja, schön, wir spielen ja kein Speedrun. Die Hauptstraße erreicht. Wohin jetzt? Siehst du großen Strommast? Das ist das Unterwerk. Um hinzukommen, musst du durch die Gasse rechts von dir. Du meinst die Gasse, die brennt? Vielleicht. Eine kühle Schönheit wie du wird doch bestimmt mit etwas Feuer fertig. Wie er sie direkt angräbt. Nee, auch nix. Okay, komm, öffne. Wann ist wohl der richtige Moment, die Tonne anzuschießen? Ich denke mal, so ein bisschen an dich rankommen lassen, ne? Ein kleines bisschen, weil du willst ja auch die hinteren erwischen. Ja, der vordere kann ja ruhig noch ein bisschen. Ja, der kann noch jetzt ne? Ja. Die Druckwelle hat ihn erwischt. Ja, aber das ist auch toll gemacht, die Druckwelle. Auch dass alle danach brennen, das fühlt sich mächtig an. So muss es ja auch sein. Aber die Frage ist, muss ich die überhaupt hier besiegen? Reicht ja eigentlich so, ne? Du kannst es ja immer. Weil Nemesis nachher. Oh, pass auf, der ist. Ey, ich hab noch R1 versucht zu drücken. Die schaffen es echt, dass man sich abfuckt über diesen Kram hier. Wenn Nemesis da genauso getriggert wird, dann ist es natürlich eine Möglichkeit. Dann brauchst du die wahrscheinlich nicht killen. Man hätte jetzt hier auch noch diesen Seitengang auf das Dach nehmen können, ne? Ja. Also in der Demo zumindest. Der sollte auch, glaube ich, hier. Aber da müssen wir wahrscheinlich eh noch lang. Kann man auch hier in die Küche? Ja, oder? Kann man so rechts runter wahrscheinlich hier so? Nee, doch nicht. Hier ist doch bestimmt noch viel mehr. Ah.
Oh, was ist das? Und jetzt ist es ein Safe-Raum hier. Ach komm, nee. Hä? Den einen nehmen wir. Kannst du in das Schmuckkästchen nicht vielleicht reingucken, Simon? Ich glaube, da fehlt, wir können es gleich mal, ich glaube, wir haben es ja schon angeguckt, ich glaube, da fehlt vorne so ein Emblem oder so. Moment. Doch nicht. Tut mir leid. Aber da war, okay, in dem Fall war das Juwel da drin. Ich dachte, okay, man muss es oben drauf. Es kann in der Demo aber auch gewesen sein, dass da was nicht war. Ist aber auch, also ich bunker lieber erstmal alles, ne? Ja. Wir können ja jederzeit dahin. Ja. Halb so wild. Jetzt geht's hier lang. Nee, falsch. Ist das haha. Da bist du reingekommen. Hast du gerade abgespeichert eigentlich? Nein, sollte ich? Weiß ich nicht. Wer hat noch nicht, wer will noch mal? Headshots für alle. Shit! Scheiße! Jeder, voll verkackt! Jeder dran vorbei. Kommen die rein? Mann, ich ärgere mich. Diese drei Schüsse, ich möchte die wieder haben. Bleib mit deinem Kopf ruhig! Da war doch eben noch einer. Ja, wo ist er bloß? Da ist er. Shit, da war ja sogar eine Tonne. Ach, ärgerlich. Ui, der ist neu. Ah! Shit, das ist ein Fehler gewesen. Jetzt bin ich hier hier echt drin, ne? Was war das? Munition. Boah, krass. Okay. Tut mir leid, Eintritt nicht erlaubt. Jetzt würde ich gerne ein bisschen warten, bis sie sich anders verteilt haben, damit ich wieder an das Fass komme. Jetzt hast du von der einen und von der anderen Seite einfach eine Barrage Zombies, die um dich drumherum sind. Da ist er. Sind das so Metal Gear Patrouillen, dass du wartest? Oh, kannst du nicht mit gezogener Waffe durch die Tür auch? Ich wette, ich hab sie alle. Ja, doch, einen hast du nicht. Einen doch. Mann, warum ist denn noch einer da? Und noch einer. Das ist Kacke! Ich hätte das anders machen sollen. Na gut, dazu muss man es natürlich vorher auch wissen. Sag mal, warum habe ich den schon wieder nicht getroffen? Das hätte doch jetzt eigentlich klappen müssen. So. Stich, 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 mein Freund. Stich, stich und stich. Ja, das... Ah. Das, glaube ich, hat er verstanden. Ich glaube, jetzt kannst du hinten die Holzkiste kaputt machen. Aber erstmal dem Freund und Helfer ein bisschen assistieren. Das sind schon viele. Das kann schon wirklich hilfreich sein. Das war ein Kill, oder? Die einfach alle zu ignorieren, oder? Am Anfang. Die alte Resident Evil Taktik. Nee, den hast du tatsächlich gekillt. Dieses Kopfwackeln bei den Zombies, ey. Ja. Du hast einmal ins Visier und dann. Weil es ist toll gemacht, weil man sich nie, sonst wäre es zu einfach, aber. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann zweimal daneben schießt. Man fühlt sich so inkompetent. Ah ja, genau. Das kommt später. Das war das aber in der Demo auch so? Dass dann du brauchst die. Aber ich weiß nicht, ob in der Ecke eine Kette war zum Beispiel. Ja, es gab diese Ketten in der Demo, aber ich glaube, an der Tür war da keine. Ja, an der Tür nicht. Und wir hätten theoretisch das Ding schon gefunden, weil da war jetzt eine Schreibmaschine, wo dir die Kneifzange war. Gleich keinen Schuss mehr, ne? Ja, kommt er raus? Wahrscheinlich nicht. Er steht hier aber auch Staff Only bei the Store. Ist nicht erlaubt. Hey, wo ist er? Kannst du ihn ra... Ja? Er traut sich nicht. Na, aber du kannst an ihm vorbei. Ich trau mich irgendwie nicht, aber ja. Erstmal gucken, ob hier noch einer ist. Nee. Shit. Das war's, ne? Wär's hoffentlich. Bei Messern am Boden gut, wenn man sie quasi von der Oberseite, also dass der Kopf
zu dir gerichtet ist, damit sie, weil sie richten sich ja nach vorne auf. Hm. Vielleicht gibt dir das nochmal eine Sekunde mehr oder sowas mit dem Stechen. Was war jetzt deine Aussage? Also, dass du, wenn du auf sie einstichst, also nicht von vorne reinlaufen, dass sie mit den Füßen zu dir gerichtet sind, sondern mit dem Kopf zu dir gerichtet. Weil die richten sich ja zu den Füßen auf. Mhm. Und vielleicht schnappen sie sich dadurch später. Mhm. Ja. Also, das ist alles noch nicht das Ende. Ach, hier gibt's die Shotgun in dem Raum, ne? Ja. Da wärst du theoretisch schon reingekommen, aber die ist abgeschlossen, ne? Ja. Aber wir kriegen gleich noch die... Ich glaube schon, wir kriegen den Bolzenschneider noch. Ja, hoffentlich. Das muss das Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Der hat's verdient. Keine Reaktion. Also wir müssen die Route sicher gewährleisten, Stromzufuhr und so, ne? Mhm. Ich will jetzt schon unbedingt wissen, was in diesen ganzen Kisten drin ist. Hier ist alles zu. Ich komme also wirklich gar nicht weiter. Also Strom erstmal. Irgendwann gibt's die große Party, wenn du mal den Schlüssel hast, ne? Um die Dinge aufzumachen. Da gibt's die Item-Kistenparty. An item for you and an item for you. Oh, ich dachte, der wäre schon tot. Warum schaffen die es, sich immer hochzukämpfen? Das finde ich scheiße. Dann beiß mir doch in die Füße oder so. Das ist scheiße, Leute. So läuft das doch nicht. Ey, es tut mir leid, Leute. Aber... Es passiert. Es passiert und wir haben jetzt auch aber keine... Aber er hat eine Pirouette noch gemacht hier. Das Bein hoch. Okay, den hast du. Der zuckt gar nicht mehr. Ja. Oh. Denkt dran, dass ich auch für euch die Straßen sauber mache. Ihr müsst da ja auch später durch. Ey, an dem hätte ich jetzt vorbeigehen sollen. Das ärgert mich tierisch. Dass der mich überhaupt beißen konnte. Das. Ah, da. Jetzt hätte ich schon gern noch ein rotes... Kannst du es gleich direkt kombinieren? Ja, ich guck erst nochmal. Ey, kann es sein, dass die... Seht ihr das so? Manchmal macht die Kamera so komplette Schwenker. Kann sein, vielleicht der Empfänger vom Controller. Ich glaube, es liegt eher daran. Oh, hier siehst du schon. Ah, ja. Das war das, wo in der Demo auch die Lösung war. Nein, links, eins, rechts. Mag mal jemand einen Screenshot machen? Oder sich das merken? Was griffbereit, Gregor? Ich mach mal. Ja? Wer merkt sich denn heutzutage sowas noch? Oh, Moment. Okay. Wo du es gemacht? 918 oder was? 918, ja. Nochmal auf der Karte gucken, ob da wirklich nichts mehr ist in dem Laden hier. Nö. Ja, die ist durch. Ja, Leute, ganz im Ernst, das liegt am Controller. Diese ständige Rumgeschwenke liegt leider echt am Controller. Schau ich nochmal kurz. Hast du denn die Perücke gerade vom Kopf geschossen? Oder es liegt. Das kann der Empfänger tatsächlich sein, wenn da irgendwas dazwischen liegt. Ach, ich hätte wieder aufs Fass schießen müssen. Ah! Shit. Ja, komm, jetzt komm, dich. Machen wir mit dem Fass. Ja, die kriegst du. Mhm. So ist richtig. Nee. So. Also der steht immer noch oder liegt immer noch da mit seinem Bein?
Ja, der Demo lag hier unten. Ja, oder? Stimmt. Ja. Man möchte direkt nochmal hin, aber nein. Willst du nicht durch das Diner zurückgehen, lieber? Ist das jetzt ein anderer Weg? Ja. Das ist der obere Weg. Ja, aber ich meine, das ist so ein neuer Weg. Ja, der ist neu. Aber das wollen wir doch. Na gut, ich dachte nur, weil du da heilen und speichern kannst. Ja, du hast schon recht, ne? Na, du musst aber ohne nicht. Risk, also no funny. Okay, der kommt durch die Tür, sie wackelt, glaube ich. Ja. Das war dieser Blocker in der Demo. Das war der Blocker, genau. Der müsste hier aber wahrscheinlich nicht mehr blocken, schätze ich. Jetzt nicht mehr? Spannend, hä? Wo ist er hin? Ja. Komm, nimm erstmal das Ding hier. Es wird ja sonst. Das finde ich richtig gut. Shotgun Shells, okay. Ich weiß, der kann doch nur hier rechts stehen. Der kann doch nur da rechts stehen. Der hat vielleicht nochmal eine Runde gedreht oder so. Was? Da ist er! Steht er genau da! Wow. Holy shit. Aber das Gute ist, du bist bei dem Safe jetzt, ne? Um die Kombination einzugeben. Ich guck nochmal. 819 oder was? 81, ja, irgend sowas, ja. Hammer. Ist nicht 918 oder so? 918 war es doch, ja. Okay, der ist safe. Was steht hier? Tagebuch des Kuriebesitzers. Die Harvester von Umbrella verkauft sich wie geschnitten Brot. Oh, war das der Typ, wo du die Perücke weggeschossen hast dann? Das neue Harvester? Sein könnte sein, aber der liegt drin. Aber ja, es würde gut passen. Ja. Instinct und Jessica, geil. Haarwasser. Wir machen die Gewaltausbrüche Sorgen, aber das Haar sitzt. Würdest du, Gregor, sowas nehmen, so ein Umbrella-Haarwasser, wenn damit aber so unerwartete Gewaltausbrüche bei dir einhergingen? Oder 10% Zombifizierung, aber eben nur 10. Aber wenn ich dafür fabulous Haar haben kann. Für immer halt. Ich weiß es ja nicht. Okay. Also, 9 links. Schon direkt, Moment, genau. 9 links. Also nach, doch so? Okay. Ja. Dann 1 rechts. Und 8 links. Geil. Was ist da drin? Das ist das Leuchtpunkt. Nice. Nice. Combination. Jetzt habe ich dann so einen Leuchtpunkt. Geil. Ja. Cool. Ja, praktisch. Der ist wirklich praktisch, ja. Vielleicht kriegst du damit auch nochmal bessere Crits, dass es nicht nur einfach visuell ist. Mag es, wie ihr euch diesen Ausdruck Crits angewöhnt habt, als ob es so ein völlig normales Wort im Sprachgebrauch wäre. Wir haben zu viel Speedruns gemacht einfach. Das ist für uns ein normales Wort im Sprachgebrauch. So. Get with the times, Grandpa. Get with the times. Wir sagen heute Crits. Ich würde nochmal oben aufs Dach gehen. In der Demo lagen da Items. Aber auch Gegner. Eine Taschenlampe wäre nicht schlecht. Die macht sie immer automatisch an, oder? Wenn sie dann irgendwo wirklich im Keller oder so ist, ne? Ah, ein rotes Kraut. Scheiße, Mann. Hätte ich jetzt mal gewartet, ne? Man, das ist immer so. Ja, hast du von mir wieder einreden lassen. Aber ich habe noch Grüne in der Kiste. Okay, uff. Oh. Ah, sehr gut. Okay. Da war sogar hinten. Da war sogar noch eine, ne? Noch eine, oder? Ja, da brennt noch eine Leiche. Ja, er brennt noch. Was? Schießpulver. Das kannst du aber direkt kombinieren, oder? Meinst du? Ja, du hast ja doch eins noch. Geil. Gut. Das kannst du hier immerhin machen. Das ging beim alten Resident Evil 3 nicht, dass du Sachen direkt mit dem Inventory kombinierst. Ah, Abkürzung. Ja. Die kommen doch sicher gleich auch nochmal. Sollte ich vorher, bevor ich das lösche, erstmal speichern? Speichern ist vielleicht sicher, ne? Aber guck mal, wir haben damit diese ganzen Nemesis-Sequenz vermieden, ne? Wollte ich gerade sagen, du hast das jetzt, Ja, aber ich muss ja gleich doch nochmal dahin, irgendwo hin. Naja, aber jetzt erstmal kannst du ja das Feuer löschen. Da. Ja, aber die Sache ist, was Simon meint, vielleicht wird danach gleich eine Action-Sequenz getriggert, ne? Und glaub, wir haben gar nicht gespeichert. Ach so. Ja, ich würde auch speichern. Ich würde aber eh dauernd speichern.
Ach, kann man gar nicht von hier. Nicht durchs Fenster. Okay, dann brauchst du auch den Dietrich. Irgendwas hier. Da, ich wusste es doch. Ne? Ah, dein Freund und Helfer. Das ist einfach. Warte auf mich, ich muss mich umdrehen. Das ist Backstabbing. At its best. Ein zweites Arschloch. Kommt sofort. Okay. Oh, oh. Jetzt ist er tot. Oh, und da liegt er. Der hat Geschenke für dich da. Ja, du kannst ja beim ersten Save dann wieder bei der U-Bahn. Ne? Du bist ja nah dran jetzt. Ich. Hier? Ja. Die hast du doch alle gemerkt. Ah, die Leichen pflastern meinen Weg. Gut. Moment, lag da auch was? Und dachte man, ne? Gibt es eigentlich erste Hilfesprays in dem Teil? Ja. Ja. Sehen habe ich auch bisher noch keine. Sind davon ausgegangen, dass man die anfangs noch nicht braucht. Na komm, erstmal alles weg. Weg brauchen wir. Das Ding können wir gleich mal kombinieren. Gibt es hier kein automatisches Sortieren? Granate kommt brauchen. Doch, gibt es, aber in der Kiste. Da bringen wir doch gerade. Also da musst du auf die Kiste auch raufgehen und dann. Simon war gar nicht in der Kiste. Ja, genau. Da hat er gespeichert. So, jetzt benutzen wir den Schlauch. Falsch? Ja, muss wieder den U-Turn machen. Vergessen, wie weit wir schon wieder weg sind. Bei all dem Blut sieht doch alles gleich aus. Das ist lustig, wenn man auf die Map drauf guckt, dann ist, ich glaube, direkt hinter der U-Bahn ist das RPD, ne? Da, wo dann alles so aufgetürmt ist. Also du könntest eigentlich direkt zur Tür gehen, wenn da nicht das Hindernis wäre. Ich hab's versucht. Ist das der, den du eigentlich gekillt hast? Finde ich auch komisch. Ja, nee. Lass ihn, glaube ich, jetzt gerade. Ja, nimmt. Also jetzt steht er wieder, dann würde ich auf. Naja, ich wollte einfach, Mann, ich will den jetzt töten, hör mal, das gibt für mich da keine großen Unterschiede. Ein guter Zombie ist ein liegender Zombie. Liegen bleiben. Okay. In die Kehle hinein. Oh, alles super, oder? Kein Problem. So, soll ich hier unten noch mal ein bisschen Terror machen? Nee, lieber nicht, dann triggerst du noch die eine Nemesis-Sequenz. Ja, den Donut. Dann mach den Schlauch doch mal. Mal sehen, was passiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass der jetzt wiederkommt. Ja, ja. Das ist ja eine ordentliche Cutscene eigentlich. Da hinten, wenn er die Ecke geht, bricht er wahrscheinlich auch durch die Wand. Okay, Leute, ich bin bereit. Let's do this. Ach du Scheiße. Das haben sie ja geschickt gemacht. Geil. Jetzt nicht mit gerechnet. Mhm. Der Bolzenschneider ist hier. Gut. Mhm. Ist jemand hier drin? Das ist er. Ich würde nochmal. Klopf, klopf. Ich kaufe meine Autos auch nur von Enormous Box. Ja, ich sehe es auch gerade. Ready. Bist du UBCS? Ja, Vorsicht, Vorsicht. Was für ein komischer Name. Komm, Mädchenname. Bin ich infiziert? Okay, kümmern wir nein. Nee. Nein, bitte! Oh. Was soll das? Er war infiziert. Vielleicht war er infiziert. Ihr Stars seid zimperlich. Darum sind so viele von euch tot. Und was bist du? UBCS? Bringst deine eigenen Leute um? Er hätte sich verwandelt. Wo ist dein Überlebensinstinkt? Geh zurück zur U-Bahn-Station. Wir brauchen kein Weichei wie dich, das uns behindert. Schön, wir sehen jetzt endlich den neuen Content nach der Demo. Geil, ist toll, ne? Endlich ist es soweit. Es fühlt sich fast schon irgendwie verboten an, auch wenn es nicht ist. Ne? Leck mich am Arsch, Gefängnis. Die Umbrella Corporation hat mich gerade für einen Job angeheuert. Für einen Job? Keine Ahnung, wie die mein lebenslang Strafe für den Mord an 20 Gangmitgliedern auslöschen werden. Aber das ist mir auch egal. Ich nehme, was ich kriegen kann. Einmal besser als den Rest meiner Tage in der Gitter zu verkacken. Ich muss wieder in Form kommen. Also Umbrella benutzt quasi ehemalige oder aktuelle Häftlinge, um die anzuheuern für ihre Tanzarbeit. Keine Skrupel. Das war mir gar nicht bekannt, aber ist das die Geschichte? Scheinbar. Das passt irgendwie.
kann mich jetzt nicht direkt an den Charakter erinnern. Ist wahrscheinlich einer von der ganzen Truppe gewesen. Aber er ist nicht der allerbeste Schütze. Ja, Nikolai ist ein verdammter Psychopath, ne? Ja, und also, aber der war im Knast, weil er 20 Gangmitglieder umgebracht hat. Also weniger Psychopath ist es nicht unbedingt. Straßen, guck mal, das ist die erste Mission. Straßengewalt in Raccoon City eindämmen. Tja. Seine erste Mission, ne? Ich habe eine schlechte Neuigkeit für dich. Letzter Satz. Letzte Mission. Ja, jetzt bin ich dran, etwas Gutes zu tun, auf die einzige Weise, die ich kenne. Ah, er hätte sie, er war geläutert eigentlich. Tja. Er war doch eigentlich schon einer der Guten. Aber das sind auch berühmte letzte Worte, ne? Nein, ich bin nicht infiziert. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Da geht's weiter, da gehe ich gleich hin. Woher erst nochmal? Ah, ein Zettel. Generatoren, von der Elektrikergilde. Okay, wenn der Funk. Keine Dummheiten. Das ist das Ding, was du anballern kannst, ne? Damit die kurz stehen bleiben. Ja. Die Generatornummer war auch in Resident Evil 3, ne? Das war aber ein bisschen später, wo man da in diese Ecke kommt und dann drumherum laufen muss. Also es ist. Ups, okay. Der mittlere Osten. Schnelles Geld. Na, jetzt sind wir mal so ein bisschen. Ist viel besser, das zu lesen, als eine Rendersequenz davon zu sehen. Ich habe noch was Besseres für dich. Audiologs hören, ja? Während du mit den Zombies beschäftigt bist und die leise dir was ins Ohr säuseln. Ich mag aber Audiologs mehr als Texte mittlerweile. Also, weil die kannst du so schön nebenbei laufen lassen. Da hast du noch mal einen guten Sprecher meistens. Finde ich irgendwie angenehmer. Fallout 76 hat mich umgebracht da drin. Also, weil das ganze Spiel ist ja Audiologs. Du machst ja nichts anderes, als durch die Endzeit noch einen Podcast zu hören. Es ist schon da! Bruder, hast du die gesehen? Ich hab's noch gesagt gerade. Ja, ich hab nur irgendwas gehört von dir. Ja, scheiße. Du musst das H besser aussprechen, Fabian. Okay, ich werde nicht nur die Runde. Die Runde, der sind die Runde! Alter. Ah, er weiß zum Glück. Ah, ich wollte schon gerade sagen. Ja, aber hat er dich nochmal getreten? Ich verrecke jetzt, Leute. Ich verrecke jetzt, ganz im Ernst. Ich verrecke jetzt hier. Wegen den scheiß Hunden. Ich hab die Hunde nie gemocht. Sie sind wieder weggelaufen. Sind doch da oben noch, oder? Die warten bis die Tür Surprise, weg ist. Surprise, Motherfucker. Weil die lassen nämlich diese Scheiße nicht mit sich machen. Hey. Okay, was mach ich denn jetzt? Was würdet ihr machen? Ich würde sie erschießen. Du hast keine Ahnung. Du kannst sie halt nicht erschießen, Digga. Du hast eine Granate, theoretisch? Stimmt. Für Hunde? Benutzt man doch so selten. Ja. Kann ich nicht einfach hier warten in der Safe Space so? So, wenn die immer eine Runde machen? Eine Hunderunde. Ja. Einen hast du. Und einmal hatte dich auch. Okay, beide. Beide, geil. Ich muss aber sagen, dass mir die Hunde in keinem Resident Evil gefallen. Nee, die sind scheiße zum Bekämpfen. Naja, ja. Die haben. Springen rum. Ja, sorry, nee. Die Hunde hätte er lassen können. Okay, jetzt nochmal gucken. Der steht nicht mehr auf, ne? Okay. Fuck. Der ist zu gut gerendert mit dem Hintergrund, als dass er aufsteht. Braucht dringend gleich nochmal irgendwo Energie. Ach, da war sogar. Mann, hätte man sie erwischen können. Ja, gut. Man muss es halt wissen vorher. Erstmal gucken, ob hier nicht noch irgendwo ein Zombie rumhängt. Einfach eine Kiste. Okay. Ja. Kiste, genau. Jawohl. Ah, sehr gut. So. Oh, meine Zeit ist gleich rum. Einer von euch muss dann weitermachen. Aber wir machen erstmal Werbung, oder wie? Ja. Ja. Okay. Eine kleine Werbung machen wir gleich. Bevor wir zur Tür oder danach? Wir haben kurz mal reingeblickt als Teaser, ne? Ja, okay. Ich bleib hier im Türeingang stehen. Ja gut, dann machen wir eine kleine Werbung. Und wenn wir zurück sind, dann darf Fabian mal. Oh ja, gerne. Okay, bis gleich. Da sind wir wieder zurück. Wir haben den Controller dann ehrenhalber an Fabian übergeben. Du haust es jetzt durch.
Ich guck mal. Ja. Gucken wir mal. So, was hat mir denn Simon hier übrig gelassen noch an Sachen? Erst sehr mal. Viel Munition. Ja, eigentlich nur ein bisschen Muni. Gucken wir mal hier rein, ne? Boah, nix. Da sind zwei. Da oben ist noch einer auf der. Wo? Ich sehe nichts. Ah, da kommt er. Ja. Ah, bin ich sicher, ob hier. Hast du die Granate? Hatten wir überhaupt eine Granate? Du hast eine Granate. Eine. Willst du die nicht aufheben? Ja, doch. Er geht voll rein. Also mir wäre es lieber, er geht diese voll rein, Alter. Aufheben. Upsa. Ah, da kommt noch eine. Ich würd aus der. Die halten so erstaunlich viel aus hier. Oh. Ah. Aber genauso soll es halt sein, ne? Digital unten und dann Messer. Ich gehe erst nochmal raus. Jawohl, richtig so. Auf, die beißen dich ins Bein gleich. Oh, die steht ja auch schon wieder. Okay, ich muss mich eigentlich das mal wieder einspielen. Schnell. Nee, ist völlig in Ordnung, aber sie sind ja echt schnell. Ich war auch überrascht. Ich seh leider nichts. Okay, den hast du. Aber denk dran, da ist neben hier noch jemand anders. Ah! Oh Mann. Okay, das war's. Ja, nee. Du hast da ein bisschen hast du noch. Aber denk an den letzten. Hast auch keine Munition mehr. Jawohl. Ah, die hast du. Hinter dir vielleicht durch die Tür erstmal. Richtig guter Auftakt. Erstmal durch die Tür weg. Ja, ich lauf so langsam. Wir machen dir gleich nochmal die Helligkeit hoch, wenn du von dem Winkel nicht so. Ja, es ist wirklich sehr. Also man sieht das hier nicht so gut wie ihr zu Hause. Oh, ich hätte so gerne was zum Heilen. In der Kiste, ja. Aber du schaffst das. Okay. Nee, es klappt so nicht. Du musst da stehen bleiben. Du kannst auch mit gezogener Waffe durch, glaube ich. Ach so. Treffe ich gerade nicht? Manchmal haben die kein Feedback. Die sagen sich, das ignoriere ich geflissen. Der erste ging aber rein. Ah, der kommt raus, Meinst du? Ich glaube, das geht nicht mehr. Oder? Hab das Gefühl, die bleiben jetzt immer in ihren Räumen. Okay. Der ist direkt hinter der Tür. Da, jetzt links. Ich würde gerne erstmal durchrennen, aber ich habe Angst, dass er mich gleich wieder anfällt. Ja, ich glaube, das wird auch passieren, wenn du rennst. Du musst halt auch da stehen bleiben dann. Die Tür geht immer wieder zu. Fabian. Ich will sie auch. Ich meine, warum denkst du, dass sich das ändert? Nach dem 20. Mal. 100 Mal mache, geht's irgendwann. Oh, er kommt. Oh. Er kam nicht durch. Die Scheißtür, wieso? Das gibt überhaupt keinen Grund, dass sie wieder zufällt. Ja, damit du das nicht machst. Das haben die schon extra gemacht. Du dumme Sau. Ja, wirklich. Jetzt, endlich. Okay. Gut, Gregor. Fabian. Ah, warte mal. Der kommt also, du kannst mit ihm drumherum laufen, aber dann zumindest ihn so erledigen. Du schaffst das. Weg. Oh, okay. Gut. Von hinten messern. Ja. Der ist tot. Boah, war sein letztes Wort. Und im Keim der Spinde ist was? Das kann ich mir irgendwie nicht glauben. Ach, das sind ja auch keine. Das sind Spinde. Oh, da fühlt man sich doch gleich besser. Was zum Heilen? Nix. Und muss ich alle die Sachen später mit dem Dietrich nochmal ablaufen? Dann? Ja. Du kannst. Du solltest. Ich weiß jetzt schon, dass das Zeug ist, was im Speedrun nicht gemacht werden wird. Ich versuche mir schon zu merken, was man alles rausnehmen kann. No? Ja, ich was will erstmal einmal normal spielen. Ich mach's, wie die Leute bei Speedrundal uns immer raten. So einmal normal spielen und dann direkt anfangen. Aber jetzt nur noch verkürzen. Klar. Aber du kannst natürlich nicht aus der Haut raus, so du denkst über solche Sachen nach automatisch. Natürlich. Das ist wie die Reviewer denke früher. Ne? Du kannst kein Spiel mehr normal spielen, sondern hast automatisch schon ein paar Bewertungssätze im Kopf. Ja, das ist was. Ah, endlich. Jetzt kriegst du doch dein Herb. Lauf einfach durch. Tasche. Nice. Eine Tasche. Das ist geil. Das ist aber wirklich gut. So, die nehmen wir mal raus. Die Handgranate war verstaut. Die nehmen wir auch raus. Die Shotgun-Shells brauchst du nicht, ne? Noch haben wir die Flinte nicht. Der würde Shotgun. Ja, aber vielleicht finde ich sie spontan. Na, wir wissen ja sogar, wo sie ist, aber. Ja, spontan wirst du sie auch holen. Ja, und du kannst sie auch holen, wenn du willst. Schon, aber 20 Minuten entfernt oder 10.
Aber ja. Aber du hast ja alle Gegner unterwegs erledigt, ne? Mhm. Ich wette aber, dass wir da auch nochmal hinkommen. Also ganz natürlich. Ja, glaube ich auch. Oh Mann, ey. Willst du echt den Roten auch mitnehmen? Wen? Nimm nicht zu viel mit. Die rotes rote Ding soll ich nicht mitnehmen. Ja, weil du hast nur noch einen Slot jetzt, oder? Also drei, obwohl, du hast noch eine größere Tasche. Ja. Vier sogar. Ach, aber das geht Pulver easy. Brauchst du doch nicht. Na gut. Komm, ich lasse das Kraut hier. Stimmt, wir müssen ja den Strom anmachen und dann müssen wir ja wieder zurück zu der U-Bahn-Geschichte. Ach, einfaches Schloss sind diese gelben Dinger, oder was? Ja, das müssen die sein. Fax vom Leiter des Unterwerks. Reaktivieren Sie die vier Trennschalter. Darauf ein Unterwerk. Alles klar. Hast du gerade einen Alkoholgag gemacht? Wo ist denn hier das? Da, vier. Wahrscheinlich sind es die vier. Wo ist hier dieses besagte rote Schloss? Gelbe Schloss? So, war das nicht unten? Oder? Nein, so auf der Karte sieht es ja aus, als wäre es auf der gleichen. Ach so, da, wo ich jetzt stehe. Ich dachte, das ist unten im Locker-Key. Also, du kannst auch die Stockwerke ja durchschalten bei der Karte mit Steuerkreuz hoch und runter, glaube ich. Kannst du gar nicht. Guck mal, kannst du da musst du das wahrscheinlich kann ich nichts machen. So, hier. Nachdenken. Ist das übergelaufene Kacke? Da muss aber was wirklich sehr übergelaufen sein. Ja, ich dachte gerade, aber es ist ja auch kein Klärwerk, es ist ja ein Stromwerk. Das ist, weil die Leute alle Küchenpapier und Taschentücher ins Büro schmeißen. Das ist ja auch Jill und nicht Claire. Grüne Kräuter, sie wirken. Keiner ist. Ja, okay. Irgendwelche Maden meinen Hals runterrutschen, grünes Kraut. Grüne Kräuter, natürlicher Insektenschutz. Esst euer Grünzeugs. Geil. Guck mal, hätte ich das rote Kraut jetzt mal mitgenommen. Ja, Entschuldigung. Aber du kommst ja gleich wieder zurück. Ach so, du hast recht gehabt, Gregor. Internes Uhrwerk mit MOD. Wir brauchen einen Dietrich. Ah, Schatulle. Dietrich und Schatulle. Hört sich auch an wie eine Indie-Band. Heute in der Bar spielen Dietrich und Schatulle. Sollen wir machen? Da ist die Schatulle. Der hat es ja nicht weit geschafft nach dem Schreiben. Nee. Na komm, greif mich. Ja, komm. Oh, was jetzt? Oh. Käfer aus seiner Plauze. Ist einfach so die Plauze aufgeplatzt. Mein Gott. Ist aufgeplautzt. Furchtbar. Also wirklich, du hast für einen Dietrich also so ein edles Gehäuse, oder was? Belegt der jetzt permanent einen Platz in meinem Inventar, ja? Ja. Anscheinend, ne? Richtig schön. Aber toll, aber jetzt können wir die kleinen Dinge aufmachen. Wie soll ich hier hinten noch erst lang gehen? Ja, sicherlich. Check doch mal, ne? Du kannst ja schon du sehen. Du musst doch alle anmachen, nehme ich an. Aber da ist ja nichts. Da vorne war noch ein Schloss. Da muss noch was kommen. Das hier. Ja, jetzt zurückgehen und erstmal die Schlösser alle machen, ist Quatsch, oder? Wie du magst. Ey, ihr müsst vielleicht da gleich wieder hin. Ach du Scheiße. Toll, hätten wir jetzt die Schrotflinte dabei. Okay. Was? Okay. Das ist aber sehr unangenehm. Ah, jetzt bin ich im Kratzen im Hals. Kannst du nicht machen. Okay, also wenn die jetzt nicht infiziert ist, dann weiß ich auch nicht. Was mache ich jetzt? Sagt was. Du hast doch gelesen, was du machen musst. Kotz. Okay, dann esse ich ein grünes Kraut. Guck mal, da steht. Nee, Parasit, das klappt so nicht. Aber es stand da in dem Buch eben. Dass du ein grünes Kraut nehmen willst. Take it. Ihr habt recht. Krass, stand das echt da? Ja, ich hatte diesen Part hatte ich auch noch auf dem Event gesehen. Ah, okay, Gregor weiß mal wieder alles vorher. Ich wollte es nicht vorwegnehmen. Ah. Okay, ich will hier nicht diesen Part jetzt laufen. Guck mal, da sind ganz viele neue Gegner und so. Gehen erstmal zurück und machen die ganzen anderen schönen Sachen. Aber hast du es dann nicht gerade vorweggenommen? Nee, das mit dem Parasit hier. Habt ihr doch gerade hier. Nein, du hast doch gerade mit dem grünen Kraut. Oder wurde das gesagt? Ja, das stand im Text. In dem Text. Das haben wir gerade vorgelesen. Dann hätte ich mehr lesen müssen. Ich wollte doch nur wissen, wo der Fehler lag. In Zweifel bei mir. So, ich gehe jetzt erstmal hier zu der. Wo gehen wir lang? Geradeaus? Links? Do what you like. Okay, ich gehe hier hinten zu dem Raum. Ich renne jetzt einfach durch. Ach so, hier sind die vier
Nee, das kann ich das gar nicht. So nein, das sind die. Genau, da kommen gleich noch welche. Oh nee, ey. Das ist aber gut. Jawohl. Achso, hier trifft es mich selber auch. Alles klar. Shit. Ja, da war es ein bisschen zu nah dran wahrscheinlich. Aber, also wenn man das jetzt mit dem Parasit nicht mitgekriegt hat, weißt du, was dann passiert, Gregor? Also kommt der dann wahrscheinlich? Ich glaube, irgendwann, wenn du das nicht heilst, du bist eben sehr, sehr langsam. Also ich muss ein Kraut nehmen. Du musst immer ein grünes Kraut nehmen, wenn du ein Parasit hast. Also du kannst versuchen, dich dann nochmal ein bisschen durchzuarbeiten, aber du hast kein Überleben danach, glaube ich. Weil ich fände es eigentlich, ich dachte, das wäre so ein bisschen ein kleiner Story-Twist, dass sie jetzt endlich mal infiziert ist und Parasiten hat und irgendwie muss sie damit was machen. Aber ist okay. Aber so, jetzt ist es ja nur ein lames Gameplay-Element. Und ich hätte aber gerne so ein story-relevantes Element rausgekriegt. Vielleicht wird hier noch was draus, ne? Man weiß es nicht. Ja. Kann ich irgendwie das Messer benutzen, ohne immer über das Digi-Kreuz da drauf zu schalten? Nee, leider nicht. Ich finde, das geht aber. Könnte schlimmer sein. Man gewöhnt sich dran. Es ist cooler im zweiten mit dem R-Button, ja, weil du es immer sofort parallel hast. Aber stimmt, das geht hier nicht mehr, ne? Dadurch, dass es eben kein Verbrauchsgegenstand mehr ist, haben sie es geändert. Ich habe jetzt sehr viel. Oh, oh. Alter! Ich habe jetzt sehr viel ausgelassen von dem Bereich hier. Ja, es ist aber nichts auf der Karte, was wichtig ist. Dummes Mistschwein. Aber so ein Level gibt's schon in Resident Evil 3. Erinnert euch, ne? Es gibt da auf jeden Fall was, genau, wo du sowas durch so Gänge durchgehst, ja. Es gibt auch, es ist auch ein Umspannwerk, aber die Gänge sehen anders aus, aber die sind auch so zugeschmiert und die. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Insektenviecher jetzt heißen, aber die sind auch dann oben und krapschen von oben immer so runter. Okay, einen habe ich. Oh, gut. Die halten ja scheinbar auch nicht viel aus. Komm schon. Oh. Das sind Headcrabs von vom Verhalten her. Die sehen aber auch ein bisschen anders aus als im Original. Also die sehen schon so aus, aber im Original sehen die einfach menschenähnlicher die noch aus. Erinnern mich ein bisschen an die bei Resident Evil 4, wenn du unten diese, sind das diese unsichtbaren teilweise, ne? Wenn du unten in diese Untergrundanlage kommst, im Schloss. Aber du meinst schon die man mit der Heat Vision erledigen muss? Nee, oder vorher. Vorher meine ich noch. Vorher. Wenn du im Schloss bist, da kommst du auch, da sind auch so Crabs, die an der Decke herumlaufen. Schaffe ich nicht. Ja, ja, doch, ich weiß. Oh nee, jetzt das muss ist ich jedes so Mal, wenn mir das passiert, ein Kraut benutzen. Das ist echt schlecht. Deswegen haben sie dir auch ein paar schon gegeben am Anfang. Oh oh. Das ist der nächste. Das ist doch lame. Das reicht, glaube ich, oder? Auch so schön, dass man so diese Panic-View hat, ne? Kommt da jemand nicht? Okay, jetzt hab ich hast du zwei bisher, ne? Vier habe ich jetzt. Ja, die hellen hast du schon dann. Hey. Der hatte noch einen Termin. Tut mir leid, die Bahn fährt nicht von alleine. Boah, Mann. Also, merk dir mal, auf die Entfernung nicht schießen, weil die immer auf dich gesprungen kommen. Ich glaube, wenn du hast es besser, wenn du zurückgehst. Das ist der Kraut jetzt, ne? Aber es heilt ja auch deine Gesundheit. Also es ist nicht komplett umsonst. Ja, aber es kann mich doch nicht einfach sterben lassen, das Spiel, wenn ich jetzt gleich kein Kraut mehr habe. Naja. Komm ich daran? So nicht. Guck auf die Karte nochmal. Du bist da in der Ecke. So, ich hätte einmal den U-Turn oben, oder? Müsste es wieder hier oben, so meinst zurück, du, rechts, ne? Rechts, rechts, ja, ne? Und ja, dann ja. Müsste es da sein, ja. Also nach rechts. Dreimal rechts für dich. Ja. Mistvieh. Sehr gut. Vielleicht machen sie das jetzt auch einfach nicht mehr, weil sie wissen, dass ich kein Kraut mehr habe. So zuvorkommen sind sie nicht. Okay. Das ist fast, eigentlich würde ich fast sagen, hier muss man durchrennen und einfach sich messen lassen. Dann schaffst du es aber nicht, diese Dinger zu aktivieren, weil du die ganze Zeit dann angegriffen wirst. Ja, ja, man braucht auf jeden Fall die. Da ist ein Kraut. Man braucht das Kraut auf der anderen Seite des Zauns. Oh, es ist auf der anderen Seite. Fuck. Ist das mies. Okay, jetzt sterbe ich, Leute. Naja, es kann ja auch dauern. Ist zu weit weg. Ja.
kann ja dauern. Komplett noch mal ich kann nicht rennen jetzt. Ja, Moment, du musst den rumlegen, ne? Vielleicht kannst du den töten und dann aufs Beste hoffen. Du, du. Ich sehe seh nicht, wo der ist. Du hast ihn auch noch nicht umgelegt. Ach so, da ist noch einer. Es sind auch nur noch 4 Schuss. Hm. Ja, das wird eng auf jeden Fall. Dafür sehen wir jetzt immerhin, was passiert. Mhm. Ich glaube mittlerweile auch, dass wir einfach sterben werden. Aber? Also ich will, dass aus unserem Körper irgendwas rausplatzt, wie bei dem Dickwanst. Der Dickwanst platzt aus deinem Körper. Und aus dem platzen dann. Ja, wie ein Poltergeist, wo sie plötzlich aus der dicken Lady rauskommt. Alter, war das ein creepy Part. Okay, da ist noch so ein Ding. Glaube ich, alles wieder zurück. Du hast immer noch nicht den einen Hebel umgelegt. Ich weiß. Okay. Den, wo ich gerade war. Entschuldigung, ich dachte nur... Genau, der und die oberen Ecken, eins von den beiden dann noch. Vielleicht hätte ich im unteren Stockwerk auch noch irgendwas machen müssen. Das ist das untere Stockwerk, glaube ich. Oder im oberen. Ich bin ja gleich eine Treppe... Oh, noch einen kannst du killen. Dann musst du nur noch rennen. Aber ich glaube, du hast doch die meisten jetzt. Ich hätte vielleicht auch mehr diese Stromkästen benutzen müssen, ne? Mhm. Das kann eine gute Alternative sein. So. So, oben links oder rechts kannst du denken? Hier meinst du? Ja. Das weil du bist ja schon über die Leiter da gegangen. Nee, das hast du. Die hast du schon erledigt. Und hinter dir glaube ich auch. Ja, hier war ich glaube ich auch. Da unten rechts? Also ich meine, ich bin hier, habe ich ja die Treppen benutzt. Und da meinst du jetzt hier lang und dann da? Ja, hier irgendwo eine der Ecken ist es bestimmt. Also ich gehe jetzt mal nach links. Ja. Ausweichen. Nein, no? Lass dich nicht anschlubbern. Du hast ja keine Schuss mehr. Ah. Ja, jetzt ist es schwierig. Ich wette, du kannst an denen ganz gut vorbei. Ich werde es halt nicht schaffen, noch so ein Ding zu aktivieren jetzt. Ja, abwarten. Da, da ist der letzte. Oh, Kraut. Nimm's noch. Okay. Na doch, ich habe doch musst keinen Treffer mehr aus. Musste. Ne? So, wo ist der letzte, Gregor? Du bist gerade dran vorbeigelaufen, ja, also zurück. Am Ende des Ganges. Und dann zu deiner. Rechnen. Genau da, ja. Ja, aber ich kann es halt jetzt nicht aktivieren. Ne? Na, abwarten, könntest du auch schaffen. Nee. Na, komm, doch. Komm. Okay. Weg hier. Oh, jetzt so Ausweichdinger noch. Ja. Okay, weißt du, wo der Ausgang ist? Nö. Du? Ja, doch, jetzt hier. Links. Da muss ich hin. Ne? Ist das nicht da unten? Nee, ich glaube, ich bin ja jetzt auf einer anderen Ebene, oder? Okay. Also ich kann es auch probieren, jetzt hier hinzugehen, wenn ihr meint, ich bin auf der Ebene. Ja, kannst du ich glaube, ja. Auf dem Steuerkreuz ich glaube, für die Ebene? Das geht. Nee. Dann gibt es keine Ebene. Dann glaube ich. Wahrscheinlich ist die Tür jetzt offen und du kannst durch. Wahrscheinlich kannst du einfach geradeaus durch. Es sei denn. Wir müssen mal gleich gucken. Oh boy, das ist... Und? Ja, Mann. Links. Oh. Nee, rechts geht's lang. Hä? Ich will jetzt wieder mal zu dem Speicherraum zurück. Du kommst aber nicht zurück. Du bist raus. Ja. So, ja. Hier ist das. Genau. Jetzt wieder hier hoch. Okay. Jetzt bleibt nur noch der Hauptstromschalter. Ey, jetzt hätte ich schon keine Lust mehr und würde nach Hause wollen. Was ist denn für ein riesen Ding, Alter? Pff, ich hab das gar nicht gesehen, oder? Ich auch nicht, hab das irgendeiner gesehen? Was war da? So, leider nichts mehr zu heilen. Keine Schuss. Ich übergebe mir gerne gleich wieder an dich ab jetzt, Gregor. Das kannst du gerne machen. Mach lieber einen neuen Safer. Ja. Wir geben vielleicht noch das rote Juwel ins Inventar. Ja. Also ich würde dann zur Shotgun zurückgehen dann jetzt. Ja genau, du holst jetzt die ganzen. Würde ich auch empfehlen. Jetzt holen wir mal richtig Kram. Also ich meine, wir hatten ja hier auf dem Weg auch schon einige von den Schlössern. Eventuell ist da Munition und anderes Zeug drin. Bin mir sicher, dass du hier jetzt danach. Ich inventiere noch deine alles. Steuerung. Ja, das ist sehr zuvorkommend. Unter Kamera. Zweimal. Genau. Nee, nur X-Achse. Beides auf Y. So? Ja.
Hier, Sept. So. Gibst du mir mal den Wischer? Weil gutes Vorbild muss man sein. Dankeschön. Ja, ist nur da steht drauf Screen Protector Fluid. Ist das nicht einfach nur eine Reinigungsflüssigkeit für Monitore? Ist für Controller, glaube ich, auch eher. Naja, ich glaube nicht, dass du damit dir die Hände desinfizieren sollst, aber den Controller kannst du natürlich damit sauber machen. So. Alles voll kontrollieren den Blick. May produce an allergic reaction, ne? Das ist gut. Gut, dass ich keine Allergie mehr habe. So, alles klar. Lohnt es sich nochmal zurückzugehen? Nee, du hast eigentlich da alles abgegrast, ne? Ja. Ich muss auf den Schock jetzt mal eine Banane essen. Mach das. Gute Arbeit. Als nächstes kommt das Stellwerkssystem. Es sollte im Büro der U-Bahn-Gesellschaft sein. Okay, ich glaube. Ich ärgere mich über den schlechten Start bei mir eben mit den drei Zombies. Musst du nicht. Einen Schritt voraus. Du hattest echt einen sehr schweren Start. Ich habe dir auch einen sehr schlechten Save gegeben. Ach geil, jetzt können wir die ganzen Dinger aufmachen. Und du hattest vor allen Dingen auch wirklich, also das sind Drecksgegner. Ich war so froh, als du gespielt hast, dass ich es nicht machen musste. Ach, endlich. Und das hat jetzt was gebracht? Und ich will den Dietrich im ersten Slot haben, damit ich den nicht auswählen muss im Menü. Aber ich bin hier der Freak, was das Inventar angeht. Ich wollte auch gerade sagen, was ist denn mit dir los, Gregor? Speedrun-Strats. Du hast einen Fabian gemacht. Du, es ist kein Speedrun, Gregor. Die Leute wollen... Aber die Strats. ...einen normalen Run. Die Hunde waren das hier, oder? Die habe ich doch. Die hast du gekillt. Darauf hat Simon verlassen. Okay, nicht die Hunde. Später. Holy shit. Wahrscheinlich wären die Hunde jetzt auch weg. Ah, oh, siehst du? Gut. Sehr gut. Ja, stun ihn. Schnell! Oh, dass der halt auch einfach anfängt zu rennen, sag mal. Gut. Ja, gut. Ah, wo kommt ihr denn her? Wo kommt ihr denn her? Die waren vorhin nicht da, Mann. Wo kommt ihr denn her? Warum macht man sich denn die Mühe, hier alles sauber zu halten? Oh Gott, geht durch. Carlos, das Ding ist noch am Leben. Bitte her! Scheiße. Lauf, komm zurück zur Station. Muss erst das Stellwerk hochfahren. Oh. Okay, zum Glück kommt er nicht. Es gab ja am Anfang die Theorie und auch Gerüchte, dass er in die Safe-Räume auch kommt. Das ist scheinbar nicht so. Ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht finde. Das wäre schon. Das war der hier, ne? Ja, auf der einen Seite, aber es wäre halt auch geil. Hast du jetzt gerade deinen eigenen Spielstand überschrieben? Nee, den letzten habe ich. Achso, den letzten habe ich. Den du gerade gemacht hast. Also ich habe ja, hab ja so viel nicht neu gemacht. Ich habe nicht den überschrieben, der vor dem Stellwerk war. Also er hat quasi ein Fail-Safe gemacht auf deinem Fail-Safe. Er ist safe. Ja, okay. Ja, nicht schlecht. Okay, ja, das stimmt. Ist gut. Ups. Wussten wir schon, wofür das rote Kraut war? Nee, ne? Wie jetzt? Das rote Juwel. Das so. Nee, das noch nicht. Ach, egal. Ey, das nervt mich, dass die immer wieder kommen. Das ist scheiße. Ach, das sind die von da unten. Das sind die drei Gott. Von da unten und er auch noch. Ist er wieder da? Oh Gott. Ja. Ja, der lässt dich nicht mehr in Frieden. Ja, bleib einfach liegen. Stell dich tot. Es heißt nicht, Resident Evil Einzelfall. Nemesis. Der hat zu viel Matrix geguckt. Sehr gut. Durch Steiner? Komm durch. Gut, er ist nämlich. Der kommt auch hier. Hat er dich? Das war ja. Oh nee. Ja, okay. Das war aber auch krass jetzt. Okay, gut. Der kommt auch ins Steiner. Alright. Ich hätte jetzt doch gedacht, weil er ist doch eigentlich. Er ist doch zu groß für Steiner. Gluten und der ist doch intolerant und also. Dass der da überhaupt sich blicken lässt. Er ist sehr intolerant. Aber vielleicht jetzt, wo wir wissen, dass... Ah, nee, warte mal. Ja, aber schau mal, du hast ja wirklich null Energie. Wie willst du das denn auch? Ach so, ich bin auf Gefahr die ganze Zeit, echt? Ja, Habe ich nicht das Spray? Okay, na, ich dachte, ich wäre hier noch auf... Ach so, ich habe gesaved, bevor ich das aufgemacht habe. Kann ich es ja gleich nehmen, eigentlich. Ist das ein Minispiel? Nee, es geht automatisch. Das geht dann automatisch, zum Glück. Nach Bethesda-Spielen mache ich keine Minispiele mehr für sowas. Ja, ich bin damit auch ein bisschen durch. So, wir hatten eine Granate.
Das sollten wir auf jeden Fall behalten. Die Shotgun würde ich gerne gleich holen. Das Juwel. Offenbar ist es so gefährlich, dass man es irgendwo hineinstecken kann. Danke sehr für die Info. Ach, ja, komm, pack mir das mal rein. So. Also er kommt jetzt hier. Ich höre ihn schon. Slalomrennen. Vielleicht klappt's ja. Ja. Ah. Oh, schade. Scheiße. Ja. Hammer. Gut. Okay. Warum gehst du da jetzt nochmal rein? Weil ach so. Da hier sowas. Wir sind ja doch hier überall verteilt, ne? Da dürfte er nicht reinkommen. Wahrscheinlich nicht, aber dann steht er direkt vor der Tür. Das ist richtig dämlich, dass er da jetzt nicht reinkommt. Okay, ja, das ist hier. Wie gesagt, ich wäre mir noch nicht so sicher, dass er nicht vielleicht doch irgendwie reinkommen kann. Ich würde es machen als Entwickler. Ich hätte mindestens also 30% Safe-Räume, wo er reinkommen kann. Shotgun ist... Ist da nicht noch eine Tür? Oh, hier ist noch ein Pulver. Ne? Ja, hier ist die Tür. Was ist das? Ah, hier war diese zugekettete Tür, da können wir durch. Und hier ist die Shotgun. Mit dem U-Bahn-Büro. Da musst du ja beides jetzt machen. Ja, sowieso hin. Okay, da ist er. Na gut, wenigstens steht er nicht so doof vor der Tür rum. Komm. Oh, Mann, komm! Das kriegst du doch nicht dein Ernst hier. Und rennen! Sehr gut. Sehr gut, Gregor. Okay. Hier. Shorty, gib mir die Shorty. Alter, der macht schon einen Dampf hier unter dem Kessel. Nee. Oh, ja, Entschuldigung. Das andere Tool. Mach's mich fertig, ey. Schön, dass die Shotgun auch nur einen Slot nimmt. Ja, das ist gut. Slotgun. Ah, shit, ich wollte es auch gerade sagen. Ich finde es ein bisschen blöde, dass es zwei so Items gibt, die quasi so verschlossene Sachen aufmachen und dadurch beide den Platz belegen. Der erste Hilfespray. Okay. Geil. Strom ist back. Strom ist wiederhergestellt. Carlos, ich bin in der Schaltzentrale. Was jetzt? Super. Jetzt musst du eine Route festlegen. Okay, eine Sekunde. Okay, wo wollen wir hin? Okay, was ist obere, obere, obere nicht. Unser Zielbahnhof ist Fox Park. Ganz unten, okay. Aber da sind beide weg. Ich krieg das schon hin. Guck mal, da unten hat zwei X'e. Ja, was heißt das denn? Ich kann hier vorne, das sind die Stationen, ne? Redstone ist RE, Faust ist FA. Und wir haben 1 und 2 jeweils, ne? Also wir müssen von Redstone zu Faust. FA2, oder? Faust, aber die. Faust, dann Raccoon Central Station. Fox Park sollen wir hin, ne? Mhm. Dann müsste das dritte Raccoon Central, aber auf der 1. Aber, oh, und dann siehst du, dass das Gleis zur letzten Station ist kurz vorher. Kannst du das Gleis wechseln von 1 auf 2. Ja. Das vierte deswegen ist, es dann 2. St. Michael's? Moment. SA, ne? Nee, ST wahrscheinlich, oder? SP also, oder es, SM? Es gibt keine ja doch, ja, ST ist Stonewheel, es gibt's da oben noch. Und dann Fox Park auf, ja, hier steht's auch noch auf der 1, ist okay. Aber nee, eigentlich muss es auf der 2 sein. Ja. Das ganz obere und das ganz untere, da kann ich nicht ran. Ich kann nur diese 3 verändern. Okay. No? Aber heißt dann ein X, dass man dieses Gleis nehmen soll oder dass man das nicht nehmen kann? Naja, bei Fox Park wahrscheinlich. Nee, bei Fox Park ist das zweite, okay. Ergibt Sinn, ja. 1, 2, 3, 4 kann ich jeweils wählen. Also da ist es eins. Also hier ist es bei FA ist es 1. Ja? Ja. Das X meinst du? Ja, ja Moment. Wie kommt nein, Moment. Nicht, wie guck doch mal, Zahlen da, kommt. Also ich zeig's dir mal hier. Da steht die 1. Ja. Da steht die 2. Ja. Das ist dann 3 und 4. Das heißt dann aber, wir müssten den 2 nehmen, weil der zweite frei ist. Ja, achtet halt nur auf diese Überkreuzung. Ach so, okay. Ah, okay. Daran kannst du es immer erkennen. Okay, 1, dann. Raccoon Central 1, 2, 3, 4 haben wir da. Dann müssten wir die 3. Die 3 nehmen. Ja, A ist 3. Und Saint ist 4. Ist
Ah ja, weil es dann runter geht. Aber SA ist falsch, du müsstest nicht ST sein? Nee, ST ist Stoneville, da oben, ganz oben rechts, würde ich sagen. Ich meine jetzt St. Michael, meine ich jetzt. Ja, genau, aber es gibt auch noch Stoneville oben. Ne? Dann wüsste nicht, was Stoneville ansonsten sein kann. Ja. Also die 4 meinst du? Also laut Karte würde ich sagen, lass mal probieren. Ich würde automatisch sagen, ob es stimmt oder nicht. Konnte nicht bestätigt werden. Bitte erneut versuchen. Ja, aber guck, weil er nämlich auch das Straight versucht zu fahren. Aber so, wir möchten ja einen runter. Dann ist es von 1 auf dann die 2. F2. Moment. Okay, es sind die offenen Teile, also 01, 02. Lass uns mal gerade kurz einmal drücken, einmal Enter, du kannst gleich noch mal sehen. Ja, da siehst du nämlich SA02, da muss es hin, SA02. SA02, ja. SA... Warum das jetzt ist, weiß ich offen gesagt auch nicht. Nochmal. Gültige Route bestätigt. Carlos, ich bin's. Hab uns eine Bahnroute eingestellt. Nice. Wie auch immer. Ja, man hätte einmal drauf gucken können. Ja, stimmt. Komm schnell zurück zur Station. Wir machen die U-Bahn-Abfahrbereit. Aber unsere Logik war doch voll okay. Also wie wir dazu kamen. Die finde ich in Ordnung. So, wir sollen zur U-Bahn zurück, sagte. Ich würde aber gerne noch gucken, wo es Items gab. Oh. Ja, es gab einige noch. Kannst du nicht auf der Karte gucken? Ich guck gleich mal genau. Was haben wir hier? Shotgun Shells. Okay. Okay, schön viele Shotgun Shells mittlerweile. Ja, die werden wir sicher alle noch brauchen, ne? Also, hier sind wir gerade. Im U-Bahn-Büro, das ist der Start des Spiels. Da waren noch ein paar Sachen, die wir noch nicht gemacht hatten. Ja, mindestens eine. Ja, das ist das U-Bahn-Büro. Da sind wir meinen natürlich unten die U-Bahn, da wo die Waggons sind. Aber da kommen wir doch gleich hin. Ach so, ja. Das ist doch gut. Die Redstone Station, das ist das Ding, glaube ich, ne? Und da sind wir jetzt gerade hier drin mit dem... Aber was war denn das, wo eben noch die roten Räume waren? Das ist die Hauptstraße hier. Da ist der Donutladen, das Diner. Mhm. Und das ist, glaube ich, hier die Seitengasse. Da liegt noch ein bisschen Pistole. Ja, und was da unten? Das ist Schießpulver. Mhm. Mal gucken, was das genau war. Und guck mal hier, da sind wir nicht reingekommen. Ne? Da ist ein Zu. Der war auch, genau, das war nämlich auch verschlossen. Stimmt, der Raum war auch so. Aber da müssen wir ja eh lang, wenn wir zurück zur Station wollen. Also zum Donutladen jetzt und da hier durch, wenn wir eh zur U-Bahn hier unten hin wollen. Mhm. Und dann können wir auf dem Weg schon mal die beiden hier verarzten. Ist die Frage, ob du die Pistolenmunition da oben holen willst? Ja, ich weiß es nicht. Oh ja. Upsa. Dafür ist er da, um zu zeigen, wie die Schrotflinte funktioniert. Einfach einmal. Nee, du hättest warten müssen. Das ist zu weit weg. 3 Schuss. 2 waren es gerade noch. Okay. Der war für die Pistole. Nee, der macht dem. Da braucht er auch keine Shotgun. Der hat ja sogar nur einen Arm. Oh, Alter, fick dich! Jetzt ist er tot. Apropos einen Arm, die verlieren aber hier keine Gegenstände mehr bei, also Körperteile bei Beschuss. Das stimmt jetzt. Liegt vielleicht an der deutschen Version? Bezweifle ich, das ist eine Version für alle. Ja, also warum hat man das geändert? Es wird spekuliert, dass der Gore ein bisschen in Anführungsstrichen runtergedreht wird, aber mich wundert es eben, du kannst Köpfe platzen lassen, Körperteile fallen ab. Mhm. Vielleicht nicht mehr so detailliert wie beim Zweier oder so, ne? Wo du ja noch einzelne Arme abschießen konntest. Ja, warum werde ich nie verstehen, weil ich meine, der zweite war schon cool. Was muss man da, warum muss man das verändern? Haben sich wirklich Leute beschwert beim zweiten? Gab es da echt Probleme? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ah, warte mal, hier ist ganz... Oh Gott, oh nein, da liegt so einer. Nee. Nee? Pass auf, der andere kommt bestimmt gleich. Hier war doch noch was. Also von der Wirkung der Schrotflinte bin ich noch nicht so beeindruckt. Nö, bin auch enttäuscht. Liegt da vielleicht auch an Gregor. Ist immer eine Möglichkeit. Es liegt immer an mir. Okay. Oh. Was für ein Hinterher. Kannst du da eine Granate? Wenn du jetzt schnell eine Granate bei den dreien reinwirfst, kriegst du die alle. Da ist eine Tonne, rechts ist eine Tonne. Oh, danke. Gut, ich wollte sie gerade noch mal nehmen. Ja, aber wäre echt gar nicht gesehen, dass da eine rote Tonne war. Ich hab's Hammer, super gemacht, Gregor. Danke für den Hinweis. Okay, was haben wir hier? Oh. Boah, das lohnt sich. Das lohnt sich wirklich hier, ey. Shotgun Shells. Immer wenn du dich umdrehst, erwarte ich, dass Nemesis da steht. Mm, dich einfach irgendwie grapscht. Cars. So. Wo bist denn du jetzt? Ich bin. Hier ist der Donutladen. Ich muss also geradeaus durch. Was ist mit der roten kleinen Dings? Gasse?
Achso, hier, das ist oben. Gib es auf, wir holen so Munition. Wir holen sie. Na, müssen sie auch nicht holen, ich sag's nur. Wenn wir schon da sind. Nee, lass es. Jetzt echt, Gregor! Jetzt bin ich schon auf dem halben Weg. Nee. Das ist Quatsch! Solange Nemesis. Du kannst da nicht mal hin! Ah! Ich ignoriere es. Ich wusste nicht, dass da so einer noch steht. So. Da greift dich doch bestimmt jetzt wieder Nemesis an. Du speicherst nochmal, ne? Stimmt, ich speichere auf jeden Fall hier. So, können wir ein bisschen was ablegen. Vielleicht das Schießpulver. Eigentlich alle behalten. Ja, Schießpulver kann raus. Wobei, ne? Du sammelst Granaten. Ich sammle gleich jede Menge. Ja, komm, wir sind eh nah dran bei einer neuen Kiste. Stimmt. Ich lade doch die Pistole, ich lad voll. Die Pistole nach. Stimmt, das ergibt ja keinen Sinn. So, das Messer sollten wir behalten. Den Dietrich sowieso. Oh, das kommt mir aber... Mein Gott, Leute, ich wirf halt drei Granaten weg. Aber vielleicht brauche ich die drei Granaten. Ja, vielleicht brauchst du alles mal irgendwann. Fängt schon wieder an mit den blöden Kisten. Wie du die Kisten überschreibst, Gregor. Wir haben doch ganz viele zur Auswahl. Ich hab mich vor der Pflanze erschrocken. Ah, guck mal. Das ist da. Doch... Das ist jetzt ein bisschen anders gelegt. Erst die Demo-Sequenz, ne? Gut, gut, oh, ja, gut, 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 gut. Richtig gut gemacht. Shit. Geht so. Oh, das war toll. Okay. Also wir hatten hier... Nee, das ist... Doch. Okay, ich dachte... Krass. War das nicht der... Ach, das war dieser Spielwarenladen, aber der hat ein anderes Schloss. Beide waren sie. Stimmt, der eine hat eine Kette, der andere hat dieses Schloss. Okay, da war was. Der kommt da hinterher. Oh, noch so ein Schmuckkästchen. Oh, was haben die mit, wegwerfen. Cool. Was haben die mit diesen Schmuckkästchen, sagst du? Warum, was machst du denn? Achso, die man konnte sie Zange wegwerfen. Kann ich wegwerfen. Hat er es gesagt? Ja, ja. Du kannst ja nichts wegwerfen, was du brauchst. Ich habe aber auch kurz überlegt. Ich habe das Key-Item weggeworfen, ja. Schießpulver. Oh, oh, er ist... Nee, er ist nicht da. Das ist ja toll. Na, theoretisch, wenn er reinkommt, ich könnte hier drum herum laufen, ne? Also, ich habe ein Schießpulver gefunden. Da ist was. Geil. Hammer. Eins habe ich noch. Kannst du es kombinieren mit dem anderen Spray? Nein. So doppelt. So. Da ist er. Oh, oh Gott. Boah, die Geräusche, ne? Die machen einen richtig fertig. Dafür muss Zeit sein. Schieß die Puppe kaputt. Da links ist eine Puppe, schieß die Puppe kaputt. sehr gut. Gregor verschwendet keine Munition. Bobbing Head Holz. Das Produkt ist extrem zerbrechlich. Schützen Sie es vor Fällen und Stürzen. Und noch ein Schmuckkästchen. Was soll das denn mit diesen ganzen Schmuckkästchen? Ich kann sagen, bin ich der Einzige, der die Schmuckkästchen dumm findet? Ja, das ist halt, das ist so ein, aus dem ersten Resident Evil so, untersuche ein Item, damit was anderes draus wird. Okay. Du machst es richtig gut, Gregor. Ja. Das passiert. Sau, das soll einfach so sein. Oh! Hä? Oh, wo kommt. Okay, jetzt habe ich ja, glaube ich. Jetzt wird. Gut. Ein... Da läuft einer. Sehr schön. Hammer. Alter, was geht hier? Boah, ich hoffe, der Spielabschnitt ist einfach abgeschlossen jetzt. Und dann. Ja, oder so. Ja, mach. Dem ist der Arm aber abgefallen. Hammer, Gregor. Das war richtig ordentlich. Siehst du, Klappe zu. Geil, jetzt müssen wir dann nicht mehr zurück. Oh, scheiße. Und du hast fast alles. Leider die 15 Pistolen Munition. Die 15 Pistolen Muni. Die werden dich verfolgen. Nee, ich glaube, die bleiben da. Gregor, nimm doch mal einen anderen Spielstand jetzt. Ja, ich habe doch gut bis hier, war doch gut. Du machst uns alle wahnsinnig damit. Gut, nächsten nehm ich da rein. Okay. Schießpulver haben wir hier. Ich würde das mal mixen, ne? Mhm. Ja, ey, kann man doch. Ah, genau, hochwertiges. Shotgun Muni. Ups. Ah, eine extra. Komm, eine kannst du zurück. Eine kann ich reinpacken, ne? Ja. So. Also. Hier werden aber auch noch Items angezeigt. Ja, du kannst doch dieses an dem Denkmal noch irgendwas machen. Schloss.
Was könnte denn hier sein? Da kommen die Diamanten rein, Leute. Die Diamanten, ach, natürlich. Die Diamanten, natürlich. Und wir haben sogar alle. Wir haben die sogar alle. Das ist auf jeden Fall irgendein optionales Item, was da drin liegt. Oder, aber man könnte ja theoretisch jetzt nicht mehr zurück, weil, ja, weil das nicht mehr Gatter zurück, ja. Deswegen muss es optional sein. Ich vermute, es ist eine Verbesserung für eine Waffe. Boah, wäre das toll. Das wäre geil. Die hätte ich jetzt auch gerne. Wir kriegen eine Granate. Ist das schon der Song? Ja. Weil das Ding gab es ja auch im alten Resident Evil. Das stand da irgendwo draußen, kann ich mich noch erinnern. Dieses. Oh! Oh, ja. Taktischer Schaft für die Flinte. Das ist ja geil, Alter. Und jetzt noch den dritten, komm. Was könnte das sein? Was könnte der dritte sein? Einfach dran. Okay. Und? Blau. Es ist nichts Tolleres, als wenn die Items alle weggehen. Wenn du sie alle benutzen kannst. Ja! Oh, oh, Inventory Space. Ich freue mich schon, dass wir haben, alles nicht zu machen. Der Hammer. Nicht speichern? Nee, doch gleich, aber so, ich hab, okay. Das war auf der Karte noch kriegen, drauf. Oh, ein bisschen, ich glaube, wir haben es gar nicht schlecht gemacht bisher. Dafür, dass wir gar nichts mehr an Items hatten. Voll ausgestattet wieder. Sind wir wieder. Ich glaube aber auch, es soll so sein, mehr oder weniger, dass es so einen Engpass gibt. Man soll sich auch nie zu stark fühlen. Wir haben drei Handgranaten, rotes Kraut. Ah, cool. So. Müssen wir eine mitnehmen? Nö. Wir, komm, eine. Wir haben, jetzt haben wir extra mehr Inventory. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt einfach einen Spielabschnitt abgeschlossen. Ja. Finde ich richtig gut. Und das in den ersten 90 Minuten. Ich glaub, soll ich noch weitermachen? Gut, oder? Mir egal. Ja, mach doch ruhig noch weiter. Jetzt kommen wir Cutscene. Dann kommt wahrscheinlich ein Endgegner. Ah, ja. Schön mit dem. Was ist das denn hier? No The Brain space. Goes Bowling. Nee, Death Bowling. Death Bowling, ja. Irgendwas. Gute Arbeit, Supercop. Bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai, wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Ach, voll gemein. Schießt nicht, wenn es drauf ankommt. Wir machen mal halblang. Ja, ohne Scheiß. Halblang. Wir haben den ganzen Mist gerade gemacht. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon. Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey, ich verschaffe euch Zeit. Das ist richtig nett. Kommt jetzt ein Bosskampf? Okay, die Kreatur weglocken. Ei. Ja, okay. Bleiben für Spray. Jawohl. Kannst du jetzt an? Nicht mit der Schrotflinte. Ja. Gut. Besser. Oh ja. Sonst ist es rum. Die wollen, dass du die Fässer benutzt. Ah, okay. So. Die wollen, dass ich die Fässer benutze. Ja, ja, klar. Und ich bin tot, oder? Er hat eine Doppelkombo gemacht. Erstaunlich. Okay, ja, die wollen, dass ich die Fässer benutze, ne? Heißt, fortsetzen dann immer an der Cutscene ansetzen. Das finde ich gut. Das ist sehr nett. Hast du den mitgenommen? Ja. Brauchst du ihn überhaupt stunnen hier? Du musst eh hinten auf ihn warten. Ich habe ein besseres Gefühl dabei. Ja, du kannst vor allen Dingen schon zweimal gegen dieses Ding treten. Ja. Ach so, meint ihr, das muss man immer dreimal machen? Ja. Ja, ich denke mal, ne? Definitiv, das ist so ein Ada-Ding von Teil 2, ne? Genau. Das ist wirklich genau so. Dann würde ich es jetzt nicht mal machen. Genau, und jetzt Abstand. So, wo bist du? Super gut. Jetzt musst du trotzdem scheiße. Ach so. Na, der ist. Ich dachte, du kommst nicht an ihm vorbei, oder? Wo ist er? Da. Ach, guck mal, der ist gestunt jetzt. Oh, jetzt gib ihm Wedgie. Schnell, Finger anlecken, in die Ohren stecken. In die Ohren, okay. Er hat ja wahrscheinlich keine. Das sieht okay aus. Okay, Kommt der hinterher?
Die sind auch sehr Resident Evil, ne? Diese riesigen Wasserbehälter. Ja. Die, das ist, ich habe die noch nie irgendwo gesehen, außer bei Resident Evil. Stimmt. Oh. Ist ja lustig, wenn er jetzt hinter dir stehen würde. Ja! Und du musst hektisch wieder aufdrehen. Brauchen Sie Hilfe? Ey, wenn ich ein Horror-Spaßspiel machen würde, würde ich nur so Kram machen. Horror-Spaßspiel. Anderen Ausgang finden. Na, ich will so eine Horrorparodie, würde ich gerne als Spiel mal spielen. Die sich so ein bisschen, ja, wo man ab und zu auch mal lachen muss. Als Game wäre das tatsächlich ganz lustig. Was ist das Büro des? Des Leiters. Ah ja. Jede Leiter kriegt hier ein Büro. Ah. Da wäre das, das Büro der Leiter, wo so eine Leiter. Ja, da ist sie ja links. Nee, da ist sie doch. Da. Ach ja. Da. Sie ist tot. So, was haben wir denn hier? Grüne Kräuter haben wir eh nicht mehr, ne? Hast genug Platz, brauchst nichts weglegen. So, den habe ich gerade erst neu gemacht, dann kann ich den ja wieder nehmen. Ja, klar. Wir wollen doch nur, Gregor, dass wir nicht in eine der Situationen kommen, die wir schon häufig hatten. Da kommen wir immer wieder raus. Da haben wir doch jetzt unser Mittel. Also von hier sind wir reingekommen. Okay, es gibt Gänge. Okay, es ist ein großer Abschnitt, der jetzt vor uns Wir geht. Haben ein Labor hier. Hast du eine Karte schnell. Gefunden? Ja, da war gerade eine Karte, die ich mitgenommen habe. Labor und Büro sind wahrscheinlich unsere ersten Ziele. Von da bin ich gekommen. Oh, jetzt muss ich an diesen schlimmen Resident Evil 2 Abschnitt denken, wo man da durch diese Kloake laufen muss, hinten in diesen komischen Raum, wo diese ganzen Türen mit den Schachfiguren und so sind. Ist das noch eine Tasche? Das ist noch ein Feuerwehrschlauch. Ja. Ich glaube echt, es ist eine Tasche, ja. Hol die mal. Okay, das ist keine Tür. Nee, ist nur Taschenteasing. Die das wollen ist, nicht das ist Teasing. Ja. TT. Oh oh. Was war das? Ja, was war's wohl? Ja. Okay, bevor ich runtergehe, da ist eine Tür. Die Leiter kannst du irgendwann runterlassen. Erhöhte Kanalsicherheit. So einen speziellen Akku. Spezieller Akku. Okay. Ja, den habe ich nicht dabei. Den Akku. Braucht wohl irgendeine Stromquelle. Ja, einen Akku. So, in anderen Spielen müsste man die Leiter einmal anballern, damit sie runtergeht, ne? Das wird wahrscheinlich hier nicht, klappen. Nein. Ja, gut, lassen wir es. Und hier nichts. Da warst du eben? Ja, genau, aber ich bin nur nicht reingegangen. Ob man da jetzt wahrscheinlich runter kann, so wie, ja. Ah, eine Einbahnstraße. One way. Die Klamotten muss ich verbrennen. Okay. Oh, da, nee, laufen ist nicht so geil hier. Oh, Klopapier. Okay, welchen Weg nehme ich? Das Büro ist näher dran, ne? Mhm. Oh, no, das war klar, dass da irgendwas Ekelhaftes kommt. Was ist das? Okay. Oh Gott, oh Gott. Meinst du, das ist besiegbar? Ich muss ja. Schau auf jeden Fall, ob du dran vorbeilaufen kannst. Das sieht aus wie ein Hai auf zwei Beinen. Alter. Und der hält. Ja, sehr gut. Du hast keine Muni mehr. Oh, du musst nachladen. Okay. Einfach so. Oh! Und er kann dich One-Hit-Killen. Insta-Kill. Komm, mach nochmal, darfst nochmal. Okay, okay, ja, machen wir noch einmal. Bevor ich die Items kann. Da stand gerade kurz die Frage zum Spielmodus assistiert wechseln. Achso, ja, das ist der Easy-Mode, den das du zuschalten immer, kannst. Wenn du stirbst. Das ist so hier, ach, ist es dir zu schwer? Wir bieten dir an, das mal ein bisschen leichter zu machen. Ein bisschen Teasing. Okay, also, wie viel hat er? 4, 5 Shotguns? Ist das ein Endgegner oder ein Standardgegner? Das kann doch kein Standardgegner werden. Naja, so viel aussehen. Bei Resident Evil 2 kamen die ja auch aus denen. Oh, was ist denn hier los? Ein Fehler bei der Anmeldung bei TeamViewer. Okay, warum nicht? Aha, Gregor spielt nämlich gar nicht selbst, das ist über TeamViewer, das ist ein Video vor. Das erklärt alles. Okay, ja, das ist über TeamViewer die coolen Leute, die dann... Ich könnte ja nie im Leben so gut spielen wie hier. Warum auch immer. Okay, also der hat Shotgun. 4, 5 vertragen. Also 4 hattest du auf jeden Fall. 4 hatte ich auf jeden platziert. Fall. Ich habe noch eine Granate. Ja, probier die mal. Ich glaube, eine Granate ist wahrscheinlich die Weapon of Choice hier.
So, wichtig wäre, dass du mal auch versuchst, an ihm vorbeizurennen. Also ich mach das mal, die Granate. Er nimmt und dann sehr viel nach der Granate meinen er nimmt Gang, wirklich, ne? Erinnert mich an die Typen aus Invasion vom Mars. Okay. Also warten, nein, warten, Mann! Ach, bis das Maul auf ist. Ich glaube, es war okay. Okay. Cool. Also gut, Granate war schon mal geil. Granate war sehr effektiv. Ich habe noch, ach nee, ich kann nicht mehr hoch, ne? Ich habe noch drei andere Granaten. Gibt es eigentlich keine verschiedenen Granaten hier? War das nicht beim Zweier auch so? Ich glaube, Granaten, nee, es gab ja die Flashbang, gibt es ja noch. Ah ja, stimmt. Aber das sind die Unterschiede. Richtig, das war das. Okay. Aber diese Waffen gibt's gar nicht, mit denen man sich hier bei einem Grabsch wehren kann, oder? Aktuell habe ich noch keine Idee. Nee, du hast kein Ausweichding, ne? Ach, noch ein Safe-Raum. Ja gut, dafür hast du diese Bewegung halt, diesen Ausweich-Move. Sprengstoff. Was ist das? Was steht da in der Beschreibung? Er gibt kombiniert mit Sprengstoff A Brandgranaten oder Säuregranaten in Kombination von zwei Einheiten. Okay. Also können wir damit quasi Säure mischen. Gamma. Alter, was ist denn das? Ey, wer macht hier die ganze Zeit Teamviewer bei uns? Beende doch einfach das Team. Ich muss es, mach den Scheiß mal aus hier. Ja. Was steht da? Abmelden. Okay. Okay. Jetzt glaube ich, wir haben das Internet ausgemacht, natürlich, damit wir ungestört sind. Und da prüft sowas hier. Gammas, das sind dann die hier, ne? Die Kampfdaten sammeln sie hier. Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt, aber meine Schätzchen werde ich natürlich nicht. Mhm. Zwei Wochen her, seitdem wir in die Kanalisation umgezogen sind. Ja, okay, da hat einer auf jeden Fall hier die Dinger gezüchtet. Mhm. Aber das ist interessant, weil das ja parallel läuft oder spätestens nach Resident Evil 1. Also man kriegt so ein bisschen mit, wie Umbrella versucht noch irgendwie die Dinge zu vertuschen, aber das nicht ganz hinhaut. Was ja nicht so gut erklärt wurde in den letzten Teilen. Kendo bedankt sich für den Kauf eines Granatenwerfers hier. Erklären Sie dir nochmal, wie die... Genau, explosive Granaten, Brandgranaten, Säuregranaten, Sprengstoff. Dann gibt es noch Minengranaten, aber es lohnt sich nicht, welche zu besorgen, würden uns gegen die Gammas nicht helfen. Das liegt, glaube ich, daran, dass man später noch gegen... Kann man sein, dass man auch noch gegen andere Menschen spielt? Ich weiß nicht. Da ist er ja. Oh nein, er nimmt zwei Slots weg, okay. Der hat geladen, Brandgranaten. Jetzt habt ihr aber genug Waffen. Da sind wirklich alles dabei. Ja. Liegt hier noch was rum? Nein. Dann können wir ein bisschen was einpacken. Das kann rein. Das kann rein. Ja. Zweimal rotes Kraut. Wobei, wir haben jetzt den Granatwerfer, ne? Da brauche ich vielleicht die richtigen Granaten nicht mehr. Ja, stimmt. So, von hier sind wir... Da liegt scheinbar noch irgendwie was. Da liegt anscheinend auch noch was. Und hier geht's einmal nach links. Was ist denn der rechte Bereich von dem Weg aus? Das da, dieser längliche Raum? Oder ist das Gefühl, dass es einfach nur hier Abgrund war oder so? Okay, also gehen wir jetzt zurück und dann da links. Ich gehe jetzt zu der... Vielleicht kann man tatsächlich nach rechts hin. Jetzt, ne? Ich gehe einmal zurück. Da ist der... Der steht nicht nochmal auf, oder? Nein. Das war der hier, ne? Das ist der Bereich. Kann man hier runter? Nein. Nein, ne? Okay. Ach Gott. Okay, das ist... Warte, bis... Ja, okay, ich warte. Ja, Brandgranaten sind der Shit gegen ihn. Lass mal gucken. Ich glaube, es reicht schon. Ja, ist sicher, sicher. Erstmal abwarten. Ist tot. Nee, Brandgranaten sind der Shit. Kann es sein, dass die blind sind? Wahrscheinlich, ne? So, die haben keine Augen, glaube ich. Okay. Hier gibt es auch gleich nochmal eine Abzweigung. Liegt da rechts was unter dem Wasserfall? Nee. Ach, da ist ein Weg. Oh. Aber du kannst durch. Hinter jedem Wasserfall ist etwas. Selbst in der Kanalisation. Merkt euch das. Und ein Schreiben liegt da hinten noch. Notiz eines Kanalarbeiters. Kane erwischt. Es hat Kane erwischt. Oh nein, so ein Scheißdreck. Ja gut, wir wissen ja jetzt, wie wir... Gibt's hier was? Nein. Da ist eine Treppe. Auf der anderen Seite. Ah, hier.
Nee, aber sieht auf der Karte so aus, ne? Auf der Karte sieht es ein bisschen so aus. Ah, das überlappt vielleicht mit dem oberen Part hier. Ne? Vielleicht kannst du jetzt so von oben dich auch irgendwie anders da runterlassen können in den Raum oder so. Das kann natürlich gut sein. So. Ach Gott. Yo, richtig gut. Ich liebe Brandgranaten. Ach, schön, Leide. Leide! Nice. Da. Ja. Geil, neue Muni. Mm. Die laden wir durch. Das ist eindeutiges Labor, ne? Das ist ein Labor. Der Akku. Der zwei Slots wegnimmt. Oh, was? Holy shit. Ja, und jetzt? Na gut, das geht. Das können wir kombinieren. Nice. Und kannst du gleich die Schrotflintenmunition zusammenpacken? Oh, geil. Es geht gut. 20 auf einmal, aber wir haben noch einen extra Slot. Okay, hier sind zwei Sachen. Ein Liebesbrief. Hallo, meine kleinen. Ach, schon wieder der. Eure liebreizenden kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörung in sich tragen. Unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringes als die Spitze der Hunter-Serie. Das sind Hunter? Okay, das sind aber sehr mutierte Hunter. Kleine Hunter, scheinbar. Aber ich weiß nicht, ob das die Dicken sind, die wir gerade gesehen haben. Oh, sie führten eure fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind. Ein dezenter Tipp, ne? Hitze, wenn das Maul auf ist. Ah, was wäre denn hier drin? Schießpulver, okay. Aber die eben hatten von Hunter nicht viel. Nee, finde ich auch. Sprengstoff, das war cooler als, glaube ich, der Schießpulver, ne? Das kann man doch zu mehr Granaten kombinieren. Ja, das kannst du auch mit dem dann kombinieren, was du schon hast. Kannst du vielleicht sogar direkt mit dem Sprengstoff, mit dem. Ich habe das nicht dabei. Nein, mit dem. Oder ich hatte ja noch ein anderes. Ich meine, das Schießpulver, was da ist, kannst du das nicht. Ach so, meinst du? Ich glaube nicht. Okay, nee, hätte ja sein können. Leider. Schade, das grüne Kraut können wir auch nicht mitnehmen. Das ist aber sehr ärgerlich. Ja, wir merken uns das. Vielleicht können wir ja nochmal. Oder ich könnte zum Labor unten und dort Inventory-Shit betreiben, aber ich habe jetzt diese Batterie. Was wir aber machen können, ich würde zum Labor gehen und das Inventory mal machen und ich gebe dann ab und dann spielt der Nächste dann. Nee, wir sind jetzt weiter. Am Ende dieser Runde. Ja, stimmt, dann lauf doch noch schnell zurück. Ja. Macht da zwei Plätze frei und dann kann Simon in der nächsten Folge die Sachen holen, die du jetzt noch hast liegen lassen. Hier lang? Ja. Genau, machen wir das so. Na, was? Vielleicht auch nicht. Ich glaube, wir gehen doch nicht nochmal zurück zu dem Speicherraum. Na gut, die werden dann ja weg sein. Ja, also ich glaube nicht, dass die respawnen, aber der war wahrscheinlich getriggert, wenn wir aus dem Labor rauskommen. Ja, sicherlich. Oder? Ganz sicher sind die alle getriggert. Okay, weil hier sind wir ja schon mal durchgegangen. Das kennen wir ja auch aus Resident Evil 2. Da ist das ja auch so, dass sie klare Wege haben. Wie kann der denn hier durchkommen? Das geht hier ja nicht. Ja, ist hier ja links da durchgekommen. Dann machen wir die Kombination mal. Mhm. Ja, so. Ja, genau, misch die Sachen noch zusammen. Nice. Brandgranaten. Ja, du kannst danach ja gleich mal gucken, was du haben willst, Simon. Ne? Ich sag's jetzt schon mal, ich werde nicht so viel mitnehmen wie ihr. Naja, guckt euch das doch mal an. Du willst noch ein paar Plätze frei machen. Ne? Einen Platz habt ihr frei. Das ist doch kein Resident Evil. Bevor ich die Sachen reintue und du wieder was dann reinpackst, ja, kannst du das gleich selber ausmachen. Wir brauchen doch jetzt mindestens zwei, weil Simon die zwei Gegenstände noch holen muss. Also leg doch gleich noch was rein. Ich würde gerne wissen, warum ihr immer so viel mitnehmt. Ja, sicher ist sicher. Mann, ja, aber für was? Okay. Ach, den Dietrich, ey. Den musst du okay, mitnehmen. Das Messer können wir rauslassen. Den Granatenwerfer würde ich ja einmal mitnehmen. Werden nicht mehr Plätze dadurch. Okay, jetzt nochmal speichern und dann haben wir eine tolle Folge abgeschlossen. Ja! Ich finde, das ist guter Progress, oder? In zwei Stunden. Gregor, du hast wahnsinnig gerade abgeliefert. Du bist richtig durchgerannt, Alter. Gebrannt und gerannt.
Gebrannt habe ich. Mhm. Gebrannt für die Leidenschaft. Ja, du hast ja entzündet an deiner Leidenschaft. Besser das als die Wunde, mal wieder. ja, es macht bisher sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ne? Das alte Gefühl ist wieder durch. Da. Mhm. Wir machen jetzt hier für uns eine Pause. Wir werden natürlich weiter für euch produzieren. Seid einfach beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es dann heißt, knallhart durchgenommen, Resident Evil 3. Dankeschön. Tschüss. Dann.